Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. Herzlich willkommen beim 21. japanischen Filmfestival Nippon Connection. Mein Name ist Florian Höhr, ich bin Leiter des Filmprogrammteams und freue mich, dass heute so viele gekommen sind, um unsere Podiumsdiskussion zu verfolgen. Dieses Jahr jährt sich ja die Dreifachkatastrophe vom 11. März zum 10. Mal, weshalb wir uns vorgenommen haben, zumindest einen kleinen Programmschwerpunkt dazu zu machen. Und gestern hatten wir ja schon eine erste Veranstaltung hierzu, der Vortrag von Mitsuyu Wada Machiano. Und ich sehe auch schon bei den Namen, einige waren gestern auch schon dabei. Und wir wollten aber auch gerne eine Podiumsdiskussion zum Thema machen. Und die erste Person, die wir dafür im Sinn hatten, war Steffi Richter, die ich angefragt habe. Und ich war sehr froh, dass sie mir dann auch sehr schnell dafür zugesagt hat und uns die Arbeit abgenommen hat, ein Podium, also ein Panel aus verschiedenen Teilnehmern zusammenzustellen. Sie wird auch gleich noch die Teilnehmenden selbst vorstellen. Noch kurz zu Frau Richter. Also Steffi Richter ist Professorin für Japanologie an der Uni Leipzig und hat sich in ihrer Forschung auch sehr mit der Dreifachkatastrophe und dem Umgang damit in Japan auseinandergesetzt. Und sie hat unter anderem auch den Band Japan nach Fukushima, ein System in der Krise, gemeinsam mit Lisette Gebhardt, die vielen, die ja sicherlich auch bekannt ist, hier beim Festival herausgegeben. Ein Hinweis noch von meiner Seite, das ist natürlich keine Veranstaltung, bei der Sie nur stumm zuhören sollen, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen, wenn auch nicht mit Mikrofon, aber es gibt eine Frage- und Antwortfunktion, sehen Sie hier unten im Zoom-Fenster, da können Sie gerne Ihre Fragen auch beisteuern oder wenn Sie Anmerkungen haben, auch Ihre Kommentare. Dann bleibt nichts weiter übrig, als abzugeben an Frau Richter. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute da sind und das Wort gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Höhr, für die freundliche Einführung und überhaupt für die Einladung, diese Aufgabe hier zu übernehmen. Sie sagten es schon, ich habe das relativ kurz entschlossen und auch gerne gemacht, weil es mich seit vielen Jahren befasst, seit genau 10 Jahren. Das ist ja auch der Titel 311 und 10 Jahre danach, alles unter Kontrolle als Frage. Ich möchte, bevor ich die Teilnehmer vorstelle, vielen Dank auch an die Zuhörer, an die Teilnehmer, die ich sehe, jetzt hier schon über die 60 gehen. Das freut mich sehr. Am Freitagnachmittag, 15 Uhr, da hat man bei uns immer früher gesagt, da werden die Heuhaufen heruntergelassen für die Esel, die noch da sind. Aber das ist ja heute alles anders. Ja, also ich hoffe auf eine sehr spannende Diskussion mit meinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen hier. Und aber eben auch mit Ihnen. Ich möchte zunächst, aber bevor ich die drei anderen vorstelle, möchte ich uns ganz gerne verorten, denn wir sind natürlich nicht die Einzigen, die sich diesem Thema gewidmet haben. Das ist geradezu, das ist nun mal so, ein kleiner Boom auch gewesen. Und insofern war es übrigens auch gar nicht so einfach, interessante Teilnehmer dann doch noch zu finden, weil die meisten dann eben irgendwie auch schon vergeben waren, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt genug wunderbare Kollegen, Kolleginnen, die dann auch mit sich sofort bereit erklärt haben, mitzumachen. Ich möchte vielleicht auf 2, 3 Veranstaltungen verweisen, in deren Fußstapfen wir irgendwie heute auch treten, wenn auch nicht in dieser großen Dimension. Klein, aber fein, würde ich jetzt sagen. Da sind zunächst zu nennen, und der Herr Höhr ist so freundlich und stellt das dann auch in den Chat, sodass Sie, wenn Sie Lust haben, da auch mal reinschauen können, weil die meisten dieser Veranstaltungen sind auch aufgezeichnet worden und nachsehbar auch heute nach. Das ist zum einen die Veranstaltung organisiert von der Vereinigung Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung, IPPNW, kennen Sie wahrscheinlich alle, am 27. Februar schon 10 Jahre Leben mit Fukushima. Und wie gesagt, da gibt es also einen YouTube-Kanal, wo man eigentlich, glaube ich, alle Beiträge nachhören und auch nachsehen kann.
Dann, ja, das größte Ereignis, glaube ich, mit über 100 Teilnehmern, mit über 40.000 Zuschauern, die sich eingeklickt haben, die nachgesehen haben, das ist The Global Conference for a Nuclear-Free Renewable Energy Future, 10 years since Fukushima. Da sind so Organisationen wie Peace Boat und auch andere große Organisationen mit beteiligt gewesen. Auch da gibt es einen Chat von der Heinrich-Böll-Stiftung. Also die eben genannte Veranstaltung fand direkt am 11. März auch statt. Also am Tag, oh, ich bin, glaube ich, eingefroren, ne? Was mache ich da jetzt? Da schalte ich mich mal schnell weg und gleich wieder dazu. So, bin ich wieder da. Ja, sehr schön. Dann eine dritte Veranstaltung, das Unsichtbare sichtbar machen. 35 Jahre Tschernobyl, die hat man nämlich auch dieses Jahr. Und 10 Jahre Fukushima, noch lange nicht Geschichte. Von der Heinrich-Böll-Stiftung ist das eine Veranstaltung gewesen. Und last but not least, die unmittelbar uns nahestehende vom Deutschen Institut für Japanforschung und der Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung organisierte Veranstaltung am 19. März, Continuity and Change, 10 Years After 3/11. Und das führt mich dann auch zur Vorstellung meiner ersten Mitstreiterin, nämlich Julia Gerster. Da ist sie nämlich auch mit dabei gewesen. Sonja, du auch? Ja, wahrscheinlich, ne? Ist ja von euch organisiert gewesen, genau. Und Julia Gerster hatte mit dem Thema dort oder ist aktiv geworden mit einem Vortrag zum Thema Institutionalization and Representations of Disaster Memory in Tohoku, Disaster Museums and Exhibitions on the Great East Japan Earthquake, Tsunami and Nuclear Disaster. Mit diesem Thema hat sie dann auch auf weiteren Veranstaltungen teilgenommen. Das ist auch das, womit sie sich befasst, seit sie ihr Studium abgeschlossen hat. Sie hat an der FU Berlin studiert, wenn ich das richtig rausgelesen habe, und ist dann über viele Stationen, unter anderem auch an der Sophia University, Chuo University, nochmal als Doktorandin an der FU im GEAS, jetzt gelandet, seit 2019 als Assistenzprofessorin oder Assistant Professor, ich weiß nicht, ob das genau das Gleiche ist, an der Tohoku University in Sendai, also direkt, sage ich mal, im betroffenen Gebiet auch, und zwar am International New Research Institute of Disaster Science, Disaster Information Management and Public Collaboration Division. Sind immer so schöne lange Namen, die Institute jetzt haben. Sie ist Kulturanthropologin und wie gesagt, hat an der Universität in Berlin, an der FU, promoviert. Heute wird sie, und das qualifiziert sie gleich auch, sie als Erste sprechen zu lassen, heute wird sie uns zunächst erstmal einen Überblick über das Ausmaß dieser Dreifachkatastrophe geben und dann eben die Wiederaufbaumaßnahmen. Das heißt, wir bewegen uns ja dann in die unmittelbare Gegenwart. Was ist passiert in den 10 Jahren? Da ist sie also, ja, würde ich schon mal sagen, die am besten qualifiziert hier von uns. Sie wird sprechen über kollektive Umsiedlung, Landerhöhung, Dekontaminierungsprozesse, Evakuierungszonen, gibt einen kurzen Überblick über den Stand des Wiederaufbaus und natürlich auch bestehende Probleme. Sie wird über Brachflächen sprechen, über auch die, ich sage Evakuierte, sie nennt sie Vertriebene, über diese Problematik, welche Kategorien gibt es da eigentlich, dann den Fortbestand einiger Evakuierungszonen, Wälder und Berge, die noch nicht dekontaminiert sind, und so weiter und so fort. Sie merken an den Aufzählungen schon, die schon fast unsere Zeit, die wir uns setzen wollten, überschreitet. Wir sind, das vielleicht nebenbei bemerkt, bemüht, alle nicht länger als 10, 12 Minuten zu sprechen, um dann auch noch die Zeit zur Diskussion zu haben.
Ja, dann als nächste werde ich sprechen. Ich werde über den Zusammenhang zwischen Fukushima und Olympischen Spielen etwas sagen unter dem großen Stichwort Fukokorin. Dann wird mir folgen die Sonja Ganzefort, die eine sozialwissenschaftlich und wirtschaftsgeografisch arbeitende Soziologin ist, die aber während ihres Studiums hier an der Uni Leipzig übrigens zugleich auch einen Magisterabschluss in Arabistik erworben hat und am Graduiertenkolleg hier an der Uni Leipzig Bruchzonen der Globalisierung damals über japanische Entwicklungspolitik im Nahen Osten promoviert hat. Derzeit, das heißt seit 2017, glaube ich, ne, bist du am DIJ und dort Forschungsgruppenleiterin Zukunft lokaler Gemeinden und speziell forscht sie zur japanischen Fischerei und zu Nachhaltigkeitsdiskursen im Kontext von globalen Transformationsprozessen. Sonja hat zu Recht betont, dass sie nicht so unmittelbar zu Fukushima bzw. zur Dreifachkatastrophe arbeitet, wie das jetzt für die anderen drei, für uns andere drei der Fall ist. Aber ich habe sie doch eingeladen, und zwar, weil sie, man sieht es an ihrem Hintergrund, sehr eng verbunden ist mit dem Problem des Wassers. Fischerei liegt ja nahe. Und sie hat ihren Vortrag sehr poetisch, wie ich finde, betitelt 10 Jahre Dreifachkatastrophe und das Meer. Und wird an Beginn in ihren Vortrag, ihren kleinen Input-Vortrag mit dem Problem der Ableitung des kontaminierten Wassers in das Meer eben, das Meer als scheinbar, wie wir immer noch glauben oder vielleicht hoffentlich nicht mehr, das Meer als leeren Raum oder Meere als leere Räume, als Müllhalden, und wird ein Beispiel, kurz auf ein Beispiel eingehen aus den 50er Jahren, das damals für Furore sorgte, nämlich ein Atomtest, Bikini-Atoll, Bravo genannt, den wir alle irgendwie im Zusammenhang mit dem Boot Glücklicher Drache Nummer 5 kennen. Der Begriff des Anthropozän wird bei ihr fallen und kurz wird sie eingehen auf die Zerstörungen in der Fischerei durch den Tsunami und auf die Wiederaufbau-Sonderzonen, was sie mit dem Stichwort Schockstrategie verbindet und auf die Fischereirechtsreform eingehen. Schädliche Gerüchte, auch das ein großes Thema immer wieder, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln, mit der Nahrungsmittelsicherheit, und schlägt dann den Bogen wieder zurück zum Abwasser. Last but not least, Julius Weitzdörfer. Wir haben uns eigentlich als Erste gleich getroffen und das lag nicht nur an der Nähe, dass wir beide hier in Leipzig sind zurzeit. Julius ist seit September 2020 Juniorprofessor für japanisches Recht an der Fernuni Hagen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und dort ist er am Institut für internationale Rechtsbeziehungen, lehrt und forscht dort zu diesem Problem. Auch er hat hier in Leipzig Japanologie und Journalistik studiert, ein Markenzeichen der Universität lange gewesen. Journalistik meine ich jetzt. Hat dann in Hamburg und Shanghai sich mit dem Jura, mit der Rechtswissenschaft auch befasst und als Stipendiat in Kyoto, an der Kyoto-Uni Frankfurt gewesen. Cambridge kam dann als nächste Etappe. Dort hat er ab 2013 zu Umweltrecht und globalen Risiken geforscht und dann an der Harvard Kennedy School of Government. Dort war er bis 2019 2019 ist er dahin, na gut, egal. Das merken wir uns eh nicht. Ich wollte nur ein paar Etappen schildern. Dort hat er dann als ein Fellow gearbeitet und ist dann, wie gesagt, zur Fernuni Hagen gegangen. Er sagt, zu seinem Spezialgebiet, dem Atomrecht, kam er buchstäblich by accident. Ja, das ist eine schöne Formulierung. In der Doktorarbeit hat er sich mit organisierter Finanzkriminalität und anderen Dingen befasst und ist dann eben, wie er sagt, seitdem beschäftigt mich die Frage, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es braucht, um Unfälle wie diesen in Zukunft zu verhindern, wie Krisen und Katastrophen effektiv und zugleich
gerecht überwunden werden. Das sind auch die Themen, über die er heute sprechen wird. Konflikte der Katastrophengerechtigkeit, konkurrierende Opfergruppen, das wird sicher ein ganz heikles Thema, über das wir vermutlich auch diskutieren werden. Schicksal der Einzelhaushalte, Probleme mit der Verschuldung als Hindernis des Wiederaufbaus, Besonderheiten von 311, die den Fall zugleich besonders ausgeprägt und besonders lehrreich machen. Und er wird einen Bogen zur nächsten Katastrophe, vor der wir alle und global stehen, nämlich der Pandemie, Klimawandel auch, und dann versuchen, darüber nachzudenken, welche Lehren aus dem 11. März und danach für das Extremrisikomanagement in der ganzen Welt gezogen werden können. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir heute diskutieren werden. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick gegeben und kann Sie neugierig machen, auch von den Themen her. Und Julia, dann würde ich dir als Erste gern das Wort übergeben für den ersten Input-Vortrag. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich fange mal gleich an. Ich kann wahrscheinlich nicht so genau auf alle Stichpunkte eingehen, die jetzt gerade gefallen sind. Aber ich würde trotzdem gerne versuchen, Ihnen jetzt heute so einen Überblick nochmal darüber zu geben, was vor 10 Jahren eigentlich passiert ist und wie sich seitdem der Wiederaufbau entwickelt hat. Also die Dreifachkatastrophe oder auch 311 genannt, bezeichnet allgemein eben das große ostjapanische Erdbeben, das sich am 11. März 2011 ereignet hat, den darauf folgenden Tsunami und die Nuklearkatastrophe am Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Es sind in dieser Dreifachkatastrophe mehr als 20.000 Leute gestorben, von denen mehrere Tausend bis heute nicht gefunden worden sind. Und das liegt daran, dass eben die Tsunami-Welle die Körper dann wieder mit ins Meer getragen hat. Also bis heute gibt es Familien, die noch nach ihren Angehörigen suchen. 2011 gab es mehr als 450.000 Vertriebene, von denen also selbst jetzt noch 40.000 Menschen nicht zurückkehren können. Und von diesen 40.000 offiziellen Evakuierten kommt die große Mehrzahl eben aus den Evakuierungszonen in Fukushima, wobei es auch hier wichtig ist, dass es noch sehr viel mehr inoffizielle Evakuierte gibt, die eben außerhalb von diesen Evakuierungszonen geflohen sind. Und die tauchen in den meisten Statistiken auch gar nicht auf. Am 11. März 2011 war das Erdbeben praktisch in der gesamten Insel Japans zu spüren, bis auf Okinawa. Hier sehen Sie die seismische Intensitätsskala, also die praktisch angibt, wie sehr ein Erdbeben spürbar ist. Also es ist ein japanisches System, das dort angewendet wird. Und das verzeichnete eben auch den höchsten Grad auf dieser Skala. Was viele gar nicht mehr so wissen, ist, dass das Erdbeben selbst auch großen Schaden angerichtet hat, also Erdrutsche zum Beispiel. Und was besonders verheerend war, ist, dass viele Straßen auch stark beschädigt worden sind, was dazu geführt hat, dass viele Ersthelfer auch gar nicht erst in den Nordosten fahren konnten. Also es hat teilweise mehrere Tage gedauert, um diese Straßen wieder begehbar zu machen. Jetzt würde ich Ihnen gerne eine Simulation zeigen, die bei unserem Institut entwickelt worden ist. Achten Sie dabei bitte auch auf die Zeit, die Sie oben im Fenster sehen. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Entwicklung des Tsunamis. Und hier möchte ich eben auch darauf hinweisen, dass ein Tsunami nicht nur eine Welle ist, sondern mehrere Wellen, die eben immer und immer wieder auf die Küste treffen. Und an der Uhrzeit oben sehen Sie auch, also die zeigt Ihnen praktisch die Zeit an, die seit dem Erdbeben vergangen ist. Und dort sehen Sie, dass der Tsunami eben unterschiedlich, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die Küste getroffen ist. Teilweise hatten die Leute 20 Minuten Zeit, in der Gegend um Sendai herum mehr als eine Stunde. Und also auch die Höhe der Welle oder die Höhe der Welle war eben auch unterschiedlich. Und dort ist auch wichtig, dass
man dann eben annehmen könnte, dass die Leute theoretisch genug Zeit gehabt hatten, um sich in Sicherheit zu begeben. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass einige, die zuerst evakuiert sind, dann wieder zurück zu ihren Häusern gegangen sind, eben weil es an dem Tag auch sehr kalt war, um sich dann noch Decken zu holen oder wärmere Anziehsachen oder eben auch, um nach Familienmitgliedern zu suchen. Das heißt, viele Leute sind gestorben, die eigentlich schon mal in Sicherheit waren. Und das ist auch eines der Probleme, das jetzt immer wieder angesprochen wird. Und die Welle hat nicht nur Schaden in Japan angerichtet, sondern also der Tsunami hat zum Beispiel auch Verwüstung auf Hawaii verursacht. Das ist ein Bild aus der Stadt Miyako. Dort sehen Sie also eine schwarze Tsunami-Welle. Also der Tsunami hat, also ist nicht nur klares Wasser, sondern der wirbelt praktisch auch Schlamm und Giftstoffe und eben also verschiedene Gegenstände mit. Deswegen waren das an also verschiedenen Orten, hat man eben diesen schwarzen Tsunami auch gesehen, der dann also weiterhin Schaden angerichtet hat. Das ist ein Bild aus Kamaishi, wo eben Geflohene praktisch sehen, welche Verwüstung angerichtet worden ist, nachdem der Tsunami dann sich schon wieder zurückgezogen hat. Das ist ein Bild aus Arahama, ein Stadtteil Sendais, also die Stadt, in der ich im Moment auch lebe. Dort sehen Sie die Arahama Grundschule, in der 320 Menschen Zuflucht gefunden haben. Also vielleicht sehen Sie so kleine Punkte auf dem Dach der Schule. Die wurden dort alle gerettet am nächsten Tag. Auf der linken Seite sehen Sie, wie Arahama vor dem Tsunami 2011 aussah und rechts dann ein Bild vom Juni 2011. So wie Arahama erging es also vielen Küstenorten im Nordosten Japans, die danach wirklich fast komplett von der Landkarte verschwunden sind. Und eben mit diesen Flächen ist jetzt auch die Frage, wie man damit umgeht, weil viele dieser Ortschaften zu Tsunami-Risikogebieten erklärt worden sind und eben Wohnungsbau dort auch gar nicht mehr zugelassen ist. Das Bild ist am 12. März 2011 auch in Arahama entstanden. Dort sehen Sie eben auch, also welche Verwüstung der Tsunami hinterlassen hat. Also das war praktisch mal eine Nachbarschaft. Nun möchte ich auch noch kurz auf die Nuklearkatastrophe am Atomkraftwerk Fukushima Daiichi eingehen. Das ist ein Bild, das habe ich 2017 gemacht in der Stadt Namie in Fukushima, und die Stadt wurde praktisch in drei verschiedene Zonen eingeteilt, und dort sehen Sie die Grenze zur Sperrzone. Also an dieser Stelle wurde praktisch die Gemeinde geteilt in bald wieder bewohnbar und eben auf längere Zeit nicht bewohnbar. Dazu möchte ich jetzt auch sagen, wie diese Evakuierungszonen dann praktisch eingerichtet worden sind. Also als am 11. März bekannt wurde, dass es am Atomkraftwerk in Fukushima Probleme gibt, wurde zunächst eben ein 10 Kilometer Radius um dieses Kraftwerk evakuiert, was dann später auf 20 Kilometer ausgeweitet worden ist. Aber wie Sie wahrscheinlich wissen, verteilen sich Radionuklide ja nicht gleichmäßig um ein Atomkraftwerk im Katastrophenfall, sondern werden eben auch durch Winde oder andere Wetterbedingungen in also andere Gegenden verteilt. Und bei der Evakuierung der Menschen aus diesen Gefahrenzonen wurde das am Anfang nicht berücksichtigt. Und das war besonders problematisch, weil es nämlich eigentlich ein System gibt, das zur Vorhersage dieser also Akkumulation von Radionukliden verwendet werden sollte im Katastrophenfall, aber die Daten wurden nicht bekannt gegeben. Und das hat dazu geführt, dass einige Leute aus den Küstengebieten, die durch den Wind, der da auch stetig besteht, weniger betroffen waren durch die radioaktive Verstrahlung, obwohl die praktisch näher am Kraftwerk dran waren. Und durch diese Nähe hat man die dann in die Berge evakuiert, nach Itate, was Sie hier links oben auf dem linken Bild sehen. Und dort hat man dann Wochen später festgestellt, dass die
radioaktive Verschmutzung in dem Gebiet wesentlich höher war als an der Küste. Und das hat natürlich auch zu einem riesigen Vertrauensverlust in die Regierung, natürlich weiteren Vertrauensverlust in TEPCO, also die Betreiber des Atomkraftwerks, geführt. Und also wird bis heute auch diskutiert, wie das praktisch sein konnte. Und also wenige Wochen nach der Katastrophe hat man dann begonnen, diese Evakuierungszonen eben nicht mehr einfach nach diesem Radius einzuteilen, sondern nach der Kontaminierung oder nach dem Kontaminierungsgrad der betroffenen Ortschaften. Die roten Zonen werden eben als längerfristig nicht bewohnbar gesehen. Die gelben Zonen waren eine Zeit lang eine Zwischenzone, in der es eben hieß, die Leute dürfen sie mit bestimmter Genehmigung betreten, aber dort eben nicht wohnen, das heißt nicht übernachten. Und die grünen Zonen sind die Zonen, die mal Evakuierungszonen waren, aber nun praktisch wieder also aus dem Evakuierungsstatus gelöst worden sind. Und rechts sehen Sie jetzt den momentanen Status. Das heißt, die meisten oder ein Großteil dieser ursprünglichen Evakuierungszonen wurde wieder aufgehoben. Aber Sie sehen eben auch, dass es noch sehr viele Ortschaften gibt, die weiterhin in dieser Evakuierungszone sind. Und in denen gibt es dann eben auch Sonderwiederaufbau- und Revitalisierungszonen, in denen eben ganz kleine Flächen wieder aufgebaut werden sollen. Und also auch damit gibt es viele Probleme, die wir sicherlich nachher noch weiter besprechen. Jetzt möchte ich aber auch noch mal kurz sagen, was denn mit den Menschen war, die also nicht nur in Fukushima früher gewohnt haben oder halt eben aus ihren ursprünglichen Dörfern, Gemeinden vertrieben worden sind, sondern auch durch den Tsunami eben ihre Häuser verloren haben. Die sind erstmal in Notunterkünfte gekommen. Das sind in Japan meistens öffentliche Einrichtungen, also Schulen oder Turnhallen, also im meisten Fall Turnhallen. Manchmal sind Leute auch in Hotels oder in Tempeln untergekommen und das für mehrere Monate. In der Zwischenzeit wurden Behelfsunterkünfte gebaut, die sahen oft so containerähnlich aus, aber 2011 gab es eben so viele Betroffene, dass man auch also freie Mietwohnungen zur Verfügung gestellt hat. Und also die waren dann schon wie so abgeschlossene Dörfer in sich, aber man kann sich vorstellen, dass eben die Leute, die jetzt jahrelang in diesen Blechwohnungen gewohnt haben, also dass es wirklich schwierig war, also vor allem mit größeren Familien. Und einige meiner Bekannten sind eben auch erst letztes Jahr aus diesen Behelfsunterkünften wieder ausgezogen. Dann noch kurz zum Prozess des Wiederaufbaus. Also man hat in vielen Gebieten Sand und Erde von Bergen abgetragen. Also das ist jetzt ein Bild aus Likusen-Takata, wo eben wirklich Bergspitzen abgeschnitten oder abgetragen worden sind, um mit der Erde anderorts den Grund künstlich zu erhöhen, also bis zu 5 Metern. Und dann gab es eben kollektive Umsiedlungsprojekte, wo entweder die Gemeinschaften oder Gemeinden wieder auf erhöhtem Grund aufgebaut worden sind oder im Falle von Sendai Inland. Also das ist jetzt, hier wohnen hauptsächlich Evakuierte aus Adahama, dem Stadtteil, den ich vorhin schon gezeigt habe. Hier sehen Sie ein Foto aus Iwaki, das habe ich gestern gemacht. Also Iwaki ist auch in der Präfektur Fukushima. Und dort gab es ein Projekt für Vertriebene aus Futaba. Das ist eine Stadt, die noch zu 95% in einer dieser Evakuierungszonen liegt. Und dort hat man dann eben eine Stadt für Vertriebene innerhalb der Stadt Iwakis gebaut. Also und dort sehen Sie eben auch, dass die Leute jetzt also ihr Leben weiterführen, aber es für viele immer noch nicht klar ist, ob sie oder wann oder ob sie überhaupt wieder zurückkehren. In manchen Gebieten gab es auch touristischen Wiederaufbau, dass man eben versucht hat, Leute von außerhalb anzulocken, dass es also wieder Austausch gibt und eben auch die Wirtschaft angekurbelt wird. Das ist so eine Einkaufsstraße, könnte man sagen, oder Einkaufsort in Minami-Sanriku.
Eine große Kontroverse sind auch die Deiche, die gebaut worden sind, zu denen wir sicherlich später auch noch was hören. Was besonders problematisch ist, wenn man bedenkt, dass Wohnungsbau innerhalb dieser Tsunami-Gefahrenzone ja sowieso nicht erlaubt ist und sich dadurch ja auch viele Probleme für die Fischer ergeben haben. Das ist ein Bild aus Tomioka, einer Stadt in Fukushima. Das habe ich dieses Jahr gemacht. Die Stadt war sehr bekannt für ihre Kirschblütenalleen und auch diese Stadt wurde teilweise schon wieder zum zur Rückkehr freigegeben. Also es gibt Leute, die dort wieder wohnen, aber ein Großteil der Stadt befindet sich eben immer noch in einer Sperrzone. Und hier sieht man eben frühere Anwohner, die zur Kirschblüte trotzdem immer wieder zurückkommen. Ein weiteres Problem ist die kontaminierte Erde. Also für diese Dekontaminierungsmaßnahmen trägt man praktisch mehrere, also die oberen Schichten der Erde vom Boden ab und mischt die dann mit nicht kontaminierter Erde, um die dann in Säcken woanders wieder hinzustellen. Und nun ist die Frage, was macht man damit? Also mittlerweile gibt es Zwischenlager, auch in Futaba, aber eben auf längere Zeit will das eben keiner haben. Also ist ein weiteres Problem. Und zudem kommt, dass Wälder und Berge selbst in Wohngebieten nicht dekontaminiert werden, also auch nicht in den Gebieten, die bereits freigegeben sind. Und zuletzt möchte ich eben auch noch einmal auf das Problem hinweisen, dass also selbst in den Gebieten, die wieder bewohnbar erklärt werden, je länger die natürlich in diesen Evakuierungszonen waren, desto schwieriger ist es, Leute zu finden, die überhaupt noch zurückkommen wollen. Also die Vertriebenen befinden sich also seit Jahren eigentlich in so einer Art Limbo, aus der sie dann nicht wirklich wissen, ob oder wann sie überhaupt zurückkommen können. Und selbst wenn die Gebiete wieder für bewohnbar erklärt werden, ist nicht klar, also heißt es nicht automatisch, dass es wieder eine normale bewohnbare Stadt ist. Also links sehen Sie ein Bild aus Namie, das ich 2017 gemacht habe. Das war 2 Monate, nachdem die Stadt, also dieser Stadtteil für bewohnbar erklärt worden ist. Und das ist auch diese Hauptgeschäftsstraße dort. Und auch wenn mittlerweile 10% ungefähr der früheren Bevölkerung zurückgezogen sind, heißt das natürlich nicht, dass alle das machen. Und das heißt, dass dann zwischen bewohntem Gebiet immer wieder diese verfallenen Häuser zu sehen sind. Und das Bild rechts ist zum Beispiel 2019 entstanden. Also mittlerweile sieht die Situation in Nami ein bisschen besser aus, aber dieses Problem ist eben immer noch nicht gelöst, weil viele Leute, auch wenn sie nicht zurückziehen wollen, trotzdem nicht also ihren Familienbesitz beseitigen möchten. Und also das wird auch weiterhin ein Problem sein. Und ich glaube, damit habe ich, wie man auf Japanisch sagt, einige Diskussionssamen gesät und freue mich dann, die nachher in also größerer Genauigkeit zu diskutieren. Vielen Dank erstmal. Ja, Julia, vielen Dank für die Präsentation, vor allen Dingen auch für die Bilder. Ich denke, in der Diskussion könnte dann auch wirklich eine Rolle spielen, eine Frage, die mich immer wieder bewegt, was sieht man in diesen Bildern und was sieht man nicht? Ja? Welche Probleme sind sozusagen eben auch bei Bildern nicht sichtbar? Ich nenne jetzt mal bloß ein Beispiel, das mich zu meinem Thema rüberführt. Ich habe zum Beispiel mehrfach gelesen, dass die Fackeln, die jetzt für den Fackellauf verwendet werden, zum Teil aus den Kasetsu Jyutaku, also aus diesen provisorischen Gebäuden sozusagen, die ja aus leichtem Metall zum Teil auch gebaut wurden, angefertigt wurden und das Ganze ist dann sozusagen auch ja, propagiert worden. Nachhaltigkeit, ne? Sozusagen. Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele. Ja, ich möchte meinen Vortrag also zum Problem Fukurin halten, meinen kleinen Input, und ich habe mich auf 2 Problemfelder vorbereitet. Ich habe keine Präsentation. Ich muss jetzt mal sehen, ich habe jetzt hier die Julia als Vollbild, wie ich das am besten jetzt bildmäßig mache. Naja, Julia, ist ja auch schön, dich zu sehen. Ich will keine Zeit weiter vergeuden damit, mit meiner technischen Inkompetenz. Ich möchte 2 Problemfelder anschneiden. Einmal die Dreifachkatastrophe von 3/11 und Tokio 2000,
2020 zwei Dinge, die von Anfang an in einem unmittelbaren, ja unheilvollen Zusammenhang stehen, auch wenn diese Spiele das euphemistische Etikett Wiederaufbauspiele verpasst bekommen haben, Fukurin. Und der zweite Punkt wäre dann exemplarisch zu zeigen, inwieweit das eigentlich eher Wiederaufbau-Behinderungsspiele sind. So der Begriff eines Kollegen, der auch in unserem Band mit erschienen ist. Aber vermutlich werde ich den zweiten Punkt aus Zeitgründen nicht berühren können. Ich gehe da lieber etwas genauer auf den ersten Punkt ein und das andere können wir in der Diskussion dann immer noch anschneiden. Im März 2011, als sich die Dreifachkatastrophe ereignete, hatte der damalige Gouverneur von Tokio, der Ihnen allen sicher bekannte, für seinen Rechtspopulismus auch und Nationalismus bekannte Ishihara Shintaro, bereits Pläne für die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2020 geschmiedet. Damals auf nationaler Ebene übrigens noch in Konkurrenz zur Stadt Hiroshima. Hiroshima, das zunächst sogar auch mit Nagasaki zusammen antreten wollte. Der damalige Bürgermeister von Verband den Olympiaplan von Hiroshima, sozusagen den Olympiaplan mit dem Ziel, bis zu den Spielen 2020 eine von Atomwaffen befreite Welt anzustreben. Hiroshima stieg dann nach dem 11.3. aus mit einem neuen Bürgermeister. Ishihara hingegen sorgte nur wenige Tage nach der Katastrophe für Empörung, als er einem Journalisten gegenüber Folgendes äußerte. Ich zitiere indirekt, es gäbe in Japan keinerlei Ideale mehr. Es würden auch in der Weltpolitik einzig Egoismus, Gier nach Geld und Dingen vorherrschen. Und das müsste eben einfach mal gleich einer Strafe des Himmels vom Tsunami weggespült werden, auch wenn ihm die Leute in der betreffenden Region leid täten. Paradoxerweise spielten dann Gier, Egoismus und Geld keine Rolle mehr, als Ishihara kurz darauf Tokio im Juli 2011 für die Bewerbung beim IOC vorschlug. Längst war ja dieses IOC selbst zu einem profitablen Sportunternehmen avanciert und zwar medienwirksam eben unter jenem Motto Fukurin, also Wiederaufspiele, Recovery Olympics. Auf diese merkwürdige Logik hat sich dann das IOC auch eingelassen, gerade weil Japan von einer solchen Katastrophe heimgesucht wurde, müsse Tokio nun erneut antreten und die Wiederspiele zu einem nationalen Wiederaufbauprojekt machen, um den Menschen in der betroffenen Region Hoffnung und einen Traum zu geben. Tokio wurde Anfang September 2013 dann zur Gastgeberstadt gekürt. Der damals amtierende Ministerpräsident Abe Shinzo hielt auf der entsprechenden IOC-Vollversammlungssitzung eine Rede, von der sich wohl vor allem die Worte under control ins olympische Gedächtnis eingeprägt haben, in Japan aber zugleich auch als die große Abe-Lüge, Under-Control-Lüge, rezipiert wurde. Sie ist mittlerweile fast sprichwörtlich. Schauen wir uns aber einmal an, was unmittelbar nach dieser Aussage folgte. Ich zitiere das einmal. Let me assure you, the situation is under control. It has never done and will never do any damage to Tokyo. Der Schlüsselbegriff Wiederaufbauspiele sollte und soll einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Rekonstruktion des verheerten Nordosten Japans und Olympia suggerieren. Abes Aussage impliziert ja aber auch, dass das havarierte AKW Fukushima Daiichi keine Gefahr für Tokio darstelle, was den Tatsachen übrigens ebenfalls nicht entsprach. Tokio als sicherste Stadt der Welt, hier das großflächig radioaktiv verstrahlte Fukushima, dort weit weg. Diese Konstellation entsprach dann wohl auch dem realen Verlauf der Olympiavorbereitungen eher als die illusorische Vorstellung, die Menschen in den betroffenen Regionen würden von der Infrastruktur ebenso profitieren wie von den Hoffnungen, die Spiele mit sich bringen sollen. Floskeln, wie sie auch der IOC-Präsident, der alte und der auch der neue, Thomas Bach,
in verschiedenen Kontexten von sich gab. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf zwei Punkte eingehen, zwei Bemerkungen machen. Zum einen, bekannterweise hat der eben erwähnte Ichihara, der von 1999 bis 2012 Gouverneur war, seine Connection in die politische und ökonomische Welt bereits seit 2005 für eine neue Bewerbung Tokios für die Olympischen Sommerspiele aktiviert. Tokio war, wie Sie alle wissen, ja 1964 eigentlich schon das zweite Mal Austragungsort der Olympischen Spiele. Also eine Bewerbung für 2016 in Rio, das hat nicht geklappt. Das Ziel war, die Stadt als Global City und als Urban Technology Metropolis wettbewerbsfähiger zu machen. Der Geograf und Japanologe Thomas Feldhoff verweist in einem kurzen, aber sehr erhellenden Aufsatz vom vergangenen Jahr auf die dafür vom japanischen Staat schon seit Beginn der 2000er Jahre, also des neuen Jahrtausends, erlassene Gesetze, in deren Kontext auch und vor allem Tokio 2020 dann eben zu sehen ist, nämlich als Katalysator, als Mittel zum Zweck zur Verwirklichung eben dieser Pläne einer urbanen Renaissance von Tokio als Global Player. Ich lese Feldhoffs kleinen Text als eindrucksvolle Veranschaulichung dessen, was der Politikwissenschaftler und Olympiakritiker Julian Boykoff als Feierkapitalismus bezeichnet. Was er gleichzeitig sozusagen umschreibt als das freundlich lächelnde Pendant zu Naomi Kleins Katastrophenkapitalismus. Wir Japan seit dem 11. März 2011 ja auch prägt und geprägt hat. Und die Welt insgesamt seit Ende 2019 mit der Corona-Pandemie. Auch Julius wird nachher diesen Bogen schlagen. Ich möchte auch ganz kurz darauf eingehen, das ist meine zweite Bemerkung, in den Massen und in den neuen Medien ist seit einem reichlichen Jahr ganz sicher zu Recht die Rede davon, dass diese neuerliche Katastrophe zum weiteren, noch schnelleren Vergessen, Verdrängen von 3/11 und seinen verheerenden Folgen würde. Auch das können wir nachher noch diskutieren. Fukugorin, so meine kurze Recherche in den letzten Tagen, ist nicht verschwunden. Doch werden die Wiederaufbauspiele nun deutlich anders, vor allem negativ diskutiert. Ironischerweise hat es die Pandemie vermocht, was den bis März 2020 kaum oder nur von Interessenten wahrgenommenen olympiakritischen Akteuren in Japan nicht gelungen ist. Etwa 80% der Bevölkerung Japans sind aus sehr unterschiedlichen Gründen gegen die Eröffnung der Tokio Olympischen Spiele 2020 plus 1, also in diesem Sommer. Zum jetzigen Zeitpunkt, also im Sommer oder sogar auch überhaupt. Zum atomaren Ausnahmezustand, der seit März 2011 ununterbrochen herrscht, und zwar ist er nie aufgehoben worden, ist nun sozusagen ein zweiter, nämlich der Corona-Notstand, hinzugekommen. Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele, das IOC, und andere Profiteure der Spiele sehen in ihnen nun den Beweis dafür, die Pandemie besiegen zu können. Das ist auch so eine Redeweise, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angeführt wird. Katastrophe 2 in Konkurrenz zu Katastrophe 1? Frage. Nun, ich sehe eher strukturelle Ähnlichkeiten zwischen beiden. Die dafür sprechen von under control kann nicht die Rede sein. Mein Kollege Andreas Singer, der, glaube ich, jetzt auch mit zuhört, Sportwissenschaftler und Japanologe, sowie Mitautor und Herausgeber unseres genau vor einem Jahr erschienenen und nach wie vor auch aktuellen, das darf ich mal so sagen, No Olympics Bandes. Andreas Singer hat vor wenigen Tagen in seinem Blog über empörte Stimmen angesichts der koste was es wolle, die Spiele finden statt Logik berichtet. Stimmen, die seit kurzem sogar in Zeitungen vernehmbar gemacht werden, die offizielle Partner der Olympischen Spiele
sind, nämlich die Asahi Shimbun. Koste es, was es wolle, at all costs, geht einher mit dem Motto, aber auf eigene Verantwortung. Für die Risiken ist jeder selbst verantwortlich. At my own risk and own responsibility. Das lasse sich, das so schreibt Andreas Singer, das hat mich doch ganz schön betroffen gemacht, das lasse sich das IOC nicht nur von den Athletinnen und Athleten versichern, und zwar auch schriftlich, sodass also quasi keine Ansprüche gestellt werden können. Auch die sogenannten Volunteers, über 100.000, ohne sie wären die Spiele gar nicht durchführbar oder würden unbezahlbar teuer werden. Auch diese tragen alle Risiken selbst. Und hier möchte ich als Beispiel meine Kollegin und deine Kollegin Sonja Barbara Holtus, die stellvertretende Direktorin des DIJ in Tokio, erwähnen. Sie hat sich nämlich als Volunteer angemeldet. Sie äußerte sich jüngst im Deutschlandfunk so: Geimpft würden sie nicht. Stattdessen gäbe es ein Corona-Sicherheitspaket, das seinen Namen nicht verdient. 2 3-lagige Stoffmasken, eine Flasche Desinfektionsspray und ein Ratgeberbuch. Ich zitiere Barbara Holtus: Wir Freiwilligen und Lokalbeschäftigten befinden uns eben nicht in der Blase. Wir fahren zu den Sportstätten und abends wieder nach Hause. Deswegen ist die Gefahr, dass wir das, was wir uns auffangen, nach Hause bringen, in die Familien und die Kinder, das weiter in die Schulen tragen. Weder würden sie getestet, noch eben, wie gesagt, für die Impfung vorgesehen. Mittlerweile hofft Frau Holtus, man höre, dass die Spiele abgesagt werden, weil ich es für moralisch verwerflich halte. Allerdings sieht sie die Chance, dass die Absage wirklich passiert, nur bei etwa 10%. Und die sinken wahrscheinlich auch noch mit jedem Tag. Ein letztes Zitat von ihr: Der Drang des Geldes, die Macht des IOC ist doch zu stark. Hier wird eine weitere strukturelle, und das ist meine letzte Bemerkung, Gemeinsamkeit beider durch die Katastrophen in eine tiefe Krise geratenen Unternehmungen deutlich. Also das Atom, der Atom- und der Olympiaindustrie. Sicher an den jeweiligen Sicherheitsbeteuerungen oder an den Sicherheitsmythen ist nur, dass die Maschine, befeuert vom Drang des Geldes und der Macht, weiterlaufen soll. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit habe ich einen kleinen Übergang geschaffen zu dir, Sonja, zu deinem Vortrag, in dem ich deine Kollegin erwähnt habe vom DIJ. Das ist ein wenig konstruiert jetzt, ich weiß, aber das Thema verbindet uns. Und ich denke, du findest auch einen ganz guten Anschluss zu dem, was Julia vorgetragen hat. The floor is open for you. Vielen Dank, Steffi. Und vielen Dank auch den Organisatoren für die Diskussion, die Einladung und an die Zuschauer. Ich freue mich auch sehr, einige bekannte Gesichter auch von ganz früher zu sehen. Steffi, ich glaube, wir haben auch noch mehr Anknüpfungspunkte, die wir gleich sehen werden, als das. Bei mir geht es ja, also wie du angekündigt hattest, eigentlich um das Meer. Und also 10 Jahre Dreifachkatastrophe und das Meer. Das Meer ist ja in den letzten Monaten wieder verstärkt in die Aufmerksamkeit gerückt mit der Nachricht, dass TEPCO jetzt entschieden hatte, dass also das kontaminierte Abwasser aus den havarierten Reaktoren ins Meer geleitet werden soll, da langsam der Platz knapp wird. Es haben sich ja jetzt schon über 1 Million, ich meine, Tonnen dieses Wassers angesammelt. Diese Fässer stehen auch überall herum und angeblich wird nun der Platz leer nächstes Jahr ungefähr. Und dann soll über 30 Jahre verteilt dieses Wasser abgeleitet werden. Diese Idee, das Meer als Müllhalde zu benutzen, ist jetzt auch nicht neu. Ja, da bietet sich dieser vermeintlich relativ leere, auch ein bisschen unbekannte Raum an, wo man die ganzen unschönen Geheimnisse versenken kann, kostengünstig Industrieabfälle ableiten kann. Das berühmteste Beispiel dafür ist in Japan wahrscheinlich die sogenannte Minamata-Krankheit, wo über Jahrzehnte
also Industrieabwässer ins Meer geleitet wurden und dazu geführt haben, dass in einem Fischerort, also die Bevölkerung, Quecksilbervergiftungen erlitten hat, an denen auch viele Menschen gestorben sind. Und man kann auch hervorragend Atombomben dort testen. Das war tatsächlich bei einer solchen beim Atombombentest der Bravo am 1. März 1954, dass japanische Fischer auf dem Boot der Daigo Fukuryu Maru quasi zum dritten Mal in der japanischen Geschichte als Japaner zu Opfern der Atomenergie geworden sind, indem sie eben von dem Fallout betroffen wurden und krank wurden. Die Geschichte der zivilen Nutzung der Atomenergie ist eng verwoben mit seiner kriegerischen Nutzung. Und ein kleiner Bogen zu einem anderen Krieg ist das DDT, das als Agent Orange von der US-Armee im Vietnamkrieg eingesetzt wurde und wo nun vor kurzem vor der kalifornischen Küste Zehntausende von Fässern mit DDT entdeckt wurden, die da offensichtlich heimlich verklappt wurden. Mittlerweile rechnet man sogar damit, dass da möglicherweise 500.000 Fässer lagert. Das ist natürlich ein sehr unheimliches Erbe und eine unermessliche Bedrohung für die marinen Ökosysteme, aber auch sicherlich für die Menschen in dieser Gegend. Das Meer ist elementar wichtig für das Leben an Land, aber es ist eben auch gleichzeitig stark vom Menschen beeinflusst und verändert, unter anderem natürlich durch den menschengemachten Klimawandel, die Überfischung, die Übersäuerung der Meere, aber eben auch durch die Atombombentests im Pazifik unter anderem. Die erste Zündung einer Atombombe, eines Tests im Juli 1945, wird häufig auch als Anfangspunkt des sogenannten Anthropozän betrachtet. Soll ein Erdzeitalter bezeichnet werden, in dem also der Mensch als einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde angesehen werden muss. Der Begriff ist nicht unumstritten, hat aber in den letzten 10 Jahren doch recht viel Zustimmung international unter Geologen und anderen Wissenschaftlern erhalten. Alternative Konzepte sprechen vom Kapitalozän oder vom Plantationozän. Ich habe noch keine deutsche Version davon gefunden. Doch jetzt zurück zum 11. März 2011. Da kam quasi das Meer an Land und hat wortwörtlich eine Welle der Verwüstung mit sich gebracht. Über die schrecklichen Folgen haben wir gerade schon einiges gehört. Eine Gruppe, die besonders betroffen war, waren die Fischer, die eben diese reichen Fischgründe an der Küste im Nordosten bewirtschafteten. Bei einem Tsunami hat man wahrscheinlich bessere Überlebenschancen, wenn man weiter draußen auf dem Meer ist mit einem Boot. Aber nichtsdestotrotz hat eben die Fischerei neben den menschlichen Verlusten auch einen immensen materiellen Schaden erlitten. Also fast 20.000 Boote und damit ca. 50% der in der Region registrierten Boote wurden zerstört. Wenn man sich nur die Präfektur Fukushima anguckt, dann sind es sogar fast 75%. Aquakulturanlagen wurden natürlich auch komplett zerstört dadurch. Meine eigene Feldforschung konzentriert sich ja auf den Südwesten, also Kyushu. Aber selbst hier bin ich noch auf Auswirkungen der Katastrophe zu spüren. Unter anderem beklagen sich die Fischer, dass es unmöglich ist, ein Boot zu kaufen, ein neues, weil die Werften bis auf Weiteres immer noch mit dem Wiederaufbau im Nordosten beschäftigt sind. Und eine Familie im Thunfischfängerort im Miyazaki zeigt mir stolz Fotos und einen Zeitungsbericht von ihrem Boot, das als erstes wieder den wieder aufgebauten Fischereihafen in Kesenuma, einem wichtigen Fischereiort in Miyagi, angelaufen hat. Ja, also obwohl sie diese Familie in Miyazaki über 1200 Kilometer weit entfernt lebt, haben sie da sehr enge Beziehungen und sehen sich quasi das fast als ihre zweite Heimat an, weil sie eben den Thunfischen jeden Sommer nach Norden folgen. Ja,
auf der Suche nach kühlerem Wasser sozusagen. Der Wiederaufbau der zerstörten Küstenregionen und der Fischerei hat allerdings noch eine andere Folge gehabt, die sich auch gut mit Naomi Kleins Idee von einer Schockstrategie nach einer Katastrophe verbinden lässt. So einem Katastrophenkapitalismus, wo eben in diesem Ausnahmezustand unliebsame neue Gesetzgebungen zum Beispiel auch mal schnell durchgebracht werden können, ohne dass allzu viel Aufmerksamkeit auch darauf fällt oder das wird dann begründet mit dieser Ausnahmesituation. Ja, wir haben vorhin schon vom Feierkapitalismus im Rahmen der Olympischen Spiele gehört. Hier wurden sogenannte TOKKU, also Wiederaufbausonderzonen, eingerichtet, wo eben über Deregulierung und das Anwerben verstärkter Investitionen der Wiederaufbau verschleunigt werden sollte. Und im Rahmen einer solchen Sonderzone wurde nun zum ersten Mal einer externen Firma Nutzungsrechte an einem Meeresgebiet zugesprochen, ohne hierbei die lokale Fischereikooperative mit einzubeziehen. Bisher verwalten aber die lokalen Kooperativen in Japan in der Küstenfischerei die Ressourcen und die Gebiete auch gemeinschaftlich in Kooperation und im Rahmen mit den Vorgaben des Staates und der Präfekturen, aber eben doch mit einer sehr großen Autonomie. Also sie haben da eine Art Commons, eine Gemeinschaftsressource. Diese Sonderzone ist aber mittlerweile nationale Politik geworden. 2018 wurde das Fischereirecht grundlegend reformiert, zum ersten Mal seit 70 Jahren. Und damit wurde die zentrale Vormachtstellung der Kooperativen geschwächt, um eben Investitionen von Privatunternehmen und Privatkapital von außerhalb anzulocken. Wie sieht es aber jetzt mit der Lage in der Fischerei im Nordosten aus? Also die Häfen sind mittlerweile wieder aufgebaut. Manche Familienunternehmen haben den Betrieb wieder aufnehmen können. Die Fischereiproduktion ist bei weitem nicht bei dem Vorniveau generell gesehen. Aber vor allem besteht eben auch das Problem der Reaktorkatastrophe fort. Und es wurde schon angesprochen, also viele Lebensmittel aus den betroffenen Gebieten, sowohl vom Land wie auch vom Meer, sie werden zwar nur noch getestet und von offizieller Seite für sicher erklärt. Ja, im offiziellen oder im öffentlichen Diskurs eigentlich in Japan gilt es auch tendenziell als unsozial, also diese Produkte aus dem Katastrophengebiet zu meiden. Ja, es gab sogar umgekehrt Kampagnen, dass man gerade diese Produzenten jetzt fördern sollte. Und auch in den Versorgungsrichtlinien übrigens für die Olympischen Spiele jetzt in Tokio wurde das festgelegt, dass also besonders Nahrungsmittel aus dem Nordosten Japans, aus dem Katastrophengebiet eingesetzt werden sollen in der Versorgung des Olympischen Dorfes und so weiter. Mal sehen, was das noch wird. Aber ein Ziel war darunter auch, die sogenannten schädlichen Gerüchte zu überwinden. Ja. Also eigentlich heißt es, dass einmal diese Fucho-Higai, die schädlichen Gerüchte, das Hauptproblem seien. Das impliziert natürlich auch, dass die Bedenken, was die Nahrungsmittelsicherheit, eine mögliche radioaktive Kontamination der Lebensmittel angeht, dass die eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Aber trotzdem besteht ein ziemlich großes Misstrauen mittlerweile in der Bevölkerung gegenüber offiziellen Daten und Sicherheitsbekundungen. Ja, man hat dann nach der Reaktorkatastrophe doch den Eindruck gewonnen, dass Informationen nicht unbedingt transparent geteilt werden und die Regierung auch sehr unvorbereitet war. Daraufhin haben sich Bürgerinitiativen gebildet, sie haben Messstationen eingerichtet, selber teure Geräte eingekauft, um eben Lebensmittel auf radioaktive Stoffe zu testen. Und viele Konsumenten führen wohl auch noch immer eine Art stillen Boykott durch. Also sie können es vielleicht sogar noch nicht mal mit ihrem Ehemann besprechen, aber der Salat aus Fukushima bleibt dann doch im Supermarktregal liegen. Das ist aber, denke ich, individuell auch sehr unterschiedlich und es wird eben auch kaum angesprochen. Es ist natürlich gut möglich, dass die meisten dieser Lebensmittel sehr sicher sind, aber das Vertrauen ist eben erschüttert und natürlich sind auch die Grenzwerte, nach der bestimmt wird, ob ein Lebensmittel sicher ist, sind ja nicht von sich aus selbst gegeben und selbstverständlich, sondern sind das Ergebnis von wissenschaftlicher, aber eben auch politischer Aushandlungen.
Zudem wird nur stichprobenartig gemessen und auch diese Stichproben bringen immer noch sehr selten, aber immer doch manchmal Treffer hervor, auch bei belastetem Fisch. Zweifelsohne leiden die Fischer auch unter diesen schädlichen Gerüchten und haben Schwierigkeiten, ihren Fang, der möglicherweise sicher sein mag, gut zu verkaufen. Und die Fischer sind eben auch häufig die Hauptleidtragenden oder die Haupttragenden von Protesten gegen den Bau von neuen Atomkraftwerken. Es ist jetzt auch so, dass gerade die Fischer gegen die geplante Ableitung von dem Abwasser protestieren, weil sie eben einen erneuten Imageschaden befürchten. Also eine Meinungsumfrage des Landwirtschaftsministeriums hat ergeben, dass mittlerweile nur noch 10% der Konsumenten Sorgen hätten oder nichts aus Fukushima essen wollen, weil sie eben Angst vor Radioaktivität haben, was angeblich eine Halbierung der Rate sei. Inwiefern das der Realität wie auch immer entspricht, kann ich nicht beurteilen, aber es wird jedenfalls befürchtet, dass eben diese neuen Abwässer jetzt das alles wieder rückgängig machen, das, was man schon erreicht hat im Vertrauensaufbau bei den Konsumenten. Das Wasser soll stark gereinigt sein und gefiltert, sodass eigentlich nur noch Tritium, also radioaktives Tritium, was man nicht mit derzeitiger Technik aus dem Wasser rausbekommt, enthalten ist. Greenpeace sagt allerdings, dass noch andere Stoffe enthalten sind, die auch gesundheitsschädlich sind. Dieses Wasser soll so stark verdünnt sein, dass es angeblich also Trinkwasserqualität hat und dann über Jahre verteilt, Jahrzehnte verteilt ins Meer abgelassen werden. Ein Restrisiko bleibt allerdings natürlich immer. Tatsächlich haben sofort Südkorea und China gegen diese einseitige Ankündigung protestiert und neue Einfuhrverbote für japanische Lebensmittel angedroht. Das hat sicherlich auch einen Hintergrund in den derzeitigen internationalen diplomatischen Verhältnissen, aber gleichzeitig stellt natürlich das Einleiten des Wassers in das Meer einen weiteren dauerhaften Eingriff in die Meeresräume dar, die eben nicht nur ein japanischer Raum sind, sondern eben auch ein Commons, ein gemeinsames Erbe der Menschheit und auch der Pflanzen- und Tierwelt bilden und die sich nicht nach menschengemachten Grenzen richten. So viel von mir. Und ich denke, es gibt auch für Julius da sehr viele Anknüpfungspunkte zu diesen Fragen. Dann übergebe ich gleich das Wort. Ja, toll, dass du das gleich selbst machst, Sonja. Denn wie geahnt und befürchtet sind wir natürlich längst über unsere Sprechzeit. Julius, leg los. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Vielen Dank an das Nippon Connection Team, dass ich wieder dabei sein darf. An dich, Steffi, es ist eine große Freude. In diesem letzten Teil möchte ich nochmal filmisch gesprochen sozusagen ein bisschen reinzoomen auf einige spezielle Dinge, zum Beispiel die Lage der konkreten Haushalte, die Situation der individuellen Menschen in Tohoku, 10 Jahre nach der Katastrophe, aber auch sozusagen in die Totale nochmal fahren und schauen, was wir aus der Vogelperspektive im Grunde lernen können, aus diesen 10 Jahren für den Rest der Welt, lernen können für das 21. Jahrhundert, vielleicht sogar global. Ja, es ist ja schon angesprochen worden, Recht spielt eine wichtige Rolle, Rechtsreformen nach Katastrophen, aber auch eben Gerechtigkeitsfragen und insbesondere Verteilungsgerechtigkeit, und das ist sozusagen mein Punkt heute, ist ein zentraler Aspekt im Umgang mit der Katastrophe. Ich glaube, dass eben auch die letzten Monate weltweit das Bewusstsein dafür geschärft haben, dass eben sehr viel jetzt gerade um Verteilungsgerechtigkeiten oder Ungerechtigkeiten geht. Und genauso ist es auch in Japan und das lässt sich dort wunderbar studieren. Bevor ich beginne mit diesem kleinen Zoom rein auf mein spezielles Problem, möchte ich Sie alle einladen, an einem kleinen Gedankenexperiment teilzunehmen, nämlich sich vorzustellen, dass das Haus, in dem Sie leben, also zum Beispiel von einer Flut betroffen würde, wie das hier der Fall war vor 10 Jahren in Japan. Was würde passieren, wenn Ihr Haus also zerstört wäre oder weggeschwommen
Und Sie hätten aber den Hauskredit, also Ihre Hypothek oder Ihre Grundschuld, noch nicht abgezahlt. Ja? Hätten Sie vielleicht andere Rückstellungen, um das Geld doch noch aufzubringen, zu zahlen? Oder hätten Sie vielleicht eine Versicherung dafür? Könnten Sie vielleicht bei Verwandten unterkommen? Oder wie würden Sie es schaffen, möglicherweise ein neues Haus zu bauen, irgendwann in der Zukunft, wenn Sie aber noch diesen ganzen alten Kredit abzahlen müssen? Und diese Situation ist also ein wichtiges Problem, das sich Opfern in Japan gestellt hat, ganz konkret und praktisch, und wird also bezeichnet mit dem Wort Doppelverschuldungsproblem, Nijusai mo mondai. Und dieses Problem betrifft jetzt nicht nur also Menschen, die jetzt zum Beispiel ein Haus verloren haben und darauf einen Kredit hatten. Natürlich gilt das genauso für Fahrzeuge. Wenn ich jetzt mir ein neues Auto gekauft habe und einen LKW, und der ist weg, ich muss den immer noch abzahlen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Maschinen, für ganze Fabriken. Ja, die werden ja teils auch eben verpfändet oder auf Kredit gekauft und plötzlich hat man praktisch das Sicherungsgut nicht mehr, aber die Schuld ist immer noch da und muss abgezahlt werden. Das bedeutet, dass dieses Problem nicht nur also zum Beispiel jetzt Menschen betrifft, die ein Häuslebauer sind oder auch also Bauern oder auch Fischer, die jetzt zum Beispiel ihre Schiffe verloren haben, sondern es betrifft eben auch noch die Gläubiger. Das bedeutet in dem Fall diese Shinkin-Banken, also diese regionalen Banken oder die Kreditkassen für Fischer und Bauern, die haben ja nun viele Schuldner, deren Sicherungsgegenstände plötzlich weg sind. Ja, wenn sie viele Kunden an der Küste haben, haben die plötzlich ein Klumpenrisiko, was diese finanziellen Institute auch in Schwierigkeiten, in Schieflage bringen kann, was wiederum dazu führt, dass die weniger Kredite vergeben können und dieser gesamte Wiederaufbau auf allen Ebenen dadurch hakt, durch diese Schulden, wo man nicht mehr weiß, wie man die los wird. Das ist also dieses Problem, was natürlich nicht nur ein japanisches Problem ist, sondern ein globales Problem, auch ein immer wiederkehrendes Problem, was sich aber hier besonders gezeigt hat und besonders eben während des Wiederaufbaus der letzten 10 Jahre. Nochmal zusammengefasst, also Nijuro Mondai oder Nijusai mo Mondai nennt sich dieses Problem in Japan und es geht letztendlich um Verschuldungsprobleme nach Katastrophen, aber auch um das Problem, dass man eben keine neuen Mittel bekommt, um was neu aufzubauen, was eben praktisch die gesamte Wirtschaft dort regional betrifft. Und der Grund dafür ist, dass man eben Risiken hat, die nicht versichert sind und diese Gegenstände nicht versichert hat, als Kreditsicherung bei Darlehen verwendet hat. Und das kann eben alles Mögliche betreffen, wie ich es hier zusammengefasst habe. Nun, was machen jetzt die Opfer? Also wir haben das ja schon gesehen, sie fanden sich also erstmal in diesen verschiedenen Evakuationszentren wieder. Und sie haben ja nicht nur sozusagen ihre Häuser verloren, sondern auch ihre ganzen Unterlagen und alles. Und haben sich natürlich also auch erstmal rechtlich überhaupt keine Ahnung, wie ist es denn, habe ich eigentlich Ansprüche, habe ich eine Versicherung, was zahlt mir denn vielleicht der Staat? Also es ist sehr kompliziert und ging natürlich auch weiter, nachdem die Menschen umgezogen sind in diese Kasetsujutaku, in diese temporären Unterkünfte. Dieses Leben ist sowieso natürlich, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, aber natürlich selbstverständlich ist, sehr hart, weil es die Menschen an völlig andere Orte, an bis zu 8 verschiedene Präfekturen verteilt hat, teils weit weg von ihrer Heimat, völlig entrissen aus ihren Gemeinschaften. Das Leben ist natürlich auch sehr traurig und gerade diese Schuldenprobleme haben natürlich eine unglaubliche psychologische Wirkung auch, weil die Menschen können nachts nicht schlafen, wenn sie nicht wissen, wie sie das Geld zusammenbekommen, jemals ihr Leben wieder neu zu starten. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel einer Familie, die waren jetzt ein Ehepaar, die in den 60ern waren und einen Kaffee hatten und das Kaffee war eben weg. Selbst wenn der Staat also da hilft, die kriegen einfach keinen neuen Kredit mehr von der Bank. Nicht nur, weil sie keine Sicherheit zu bieten haben und noch eine alte Schulden auf dem Buckel, sondern auch einfach wegen des Alters. Die werden im Rahmen ihres Lebens diesen Kredit nie mehr abzahlen können. Und da ja sehr viele ältere Menschen in diesen Regionen waren und Land in Japan noch sehr teuer ist und Platz auch noch sehr knapp ist, war dieses Problem in Japan eben ganz besonders scharf. Hier sehen wir also ein Schild, das ist jetzt noch
5 Jahre nach der Katastrophe dieses Poster in einer so einer, in einer dieser temporären Unterkunftsstätte, wo also Informationen verteilt wurden über dieses Doppelkreditproblem. Und es ist also tatsächlich so, dass es also nicht nur Zehntausende Menschen betroffen hat, sondern eben auch noch für viele, viele Jahre die Menschen daran gehindert hat, neu zu beginnen. Egal, ob das jetzt nun ist in Bezug auf ihre, auf ihr Heim oder in Bezug auf ihr Unternehmen. Ja, zudem sind diese Doppelkreditprobleme auch ein Hindernis bei dem Abriss gewesen, weil wenn man irgendwas Neues macht, muss ja erstmal abgerissen werden. Und viele Menschen hingen da sozusagen dazwischen. Sie wussten nicht, soll ich abreißen oder nicht abreißen, soll ich was Neues anfangen? Das war eben alles damit verbunden. Diese ganze Unsicherheit, die finanzielle Unsicherheit hat eben den Wiederaufbau komplett verzögert und auch behindert. Und zwar eben nicht nur dem Wiederbau im Kleinen, sondern ganz im Großen auch, wie wir es hier sehen. Nun, jetzt ist halt die Frage, wie kann man dem begegnen? Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen im Vorfeld dieser Diskussion über diese ganzen Aspekte der Solidarität. Das haben ja vielleicht manche noch in Erinnerung. Es wurde damals dieses Wort Kizuna und auch, also dieses Wort wurde also evoziert für den Beistand, den sich die Japaner leisten, so nach dem Motto, wir sind alle zusammen in dem hier. Und es ist jetzt nur die Frage, wie kann man diesen Menschen helfen? Nichts zu tun ist keine Alternative. Andererseits, wenn man den Menschen allen ihren Häusern erstattet, ja, dann ist es ein Problem, weil manche eben eine Versicherung hatten und manche nicht. Das ist ja bei uns auch so. Bei uns gibt es auch Bauern, manche, die haben eben eine Ernteversicherung und wenn die Dürre kommt, ist alles gut. Und manche haben eben keine Ernteversicherung. Und wenn man jetzt denen hilft, die keine Versicherung hatten, ist das natürlich ein Problem, ein Gerechtigkeitsproblem. Da sagen die einen, das ist aber unfair, ich musste diese Versicherung zahlen. Erdbebenversicherung in Japan ist sehr teuer, da muss man also wirklich viel zahlen. Und selbst wenn man eine abgeschlossen hat, bekommt man nur maximal 50% des Schadens. Und der Schaden ist auch noch absolut gedeckelt auf ungefähr 400.000 Euro. Das heißt, maximal bekommt man etwa 200.000 Euro. Und das ist aber nur dann, wenn das Haus praktisch komplett zerstört ist. Wenn das nur halb zerstört ist, bekommt man davon wiederum nur die Hälfte. Und wenn das Haus nur teils zerstört ist, dann bekommt man nur 5%. Das bedeutet, selbst die Leute, die viel Geld bezahlt haben für eine Versicherung, haben wenig bekommen. Aber wenn jetzt die anderen kostenlos vom Staat geholfen bekommen, dann ist das eben ein Gerechtigkeitsproblem. Und zusätzlich kommt ja auch die Wertungswidersprüche, dass es ja gleichzeitig die Evakuierten gibt, die sozusagen vor der Atomkatastrophe geflohen sind. Und die wiederum haben ein völlig anderes Anspruchssystem, was ihnen jedenfalls theoretisch eine volle Entschädigung gewährt. Das bedeutet, von diesen zeitweise bis zu 400.000 Evakuierten genießen unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Ansprüche gegenüber TEPCO und gegenüber dem Staat. Und innerhalb dieser, ich sage jetzt mal Tsunami-Evakuierten, die jetzt nicht unmittelbar von dem Atomunfall betroffen waren, die... Julius, du bist nicht zu hören. Häuslebauer und lediglich die Mieter. Die Mieter waren in dem Fall sozusagen... hatten Glück, weil die weniger verloren haben. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Sollten jetzt die Mieter mehr bekommen, weil sie in der Regel ärmer sind, oder sollten eigentlich die Hausbesitzer mehr bekommen, weil sie mehr verloren haben? Und natürlich gibt es da Streit und Neid und das ist eben ein großes Problem gewesen, auch politisch. Es ist jetzt nicht möglich, das näher zu beschreiben in dieser kurzen Zeit, aber ich kann Ihnen versichern, dass es wirklich ein ernsthaftes Problem ist. Und dass eben auch die Gerechtigkeitsfragen nicht so einfach zu klären sind. Eine Möglichkeit wäre, also ich habe hier nochmal diese Opfergruppen aufgezählt, also es gibt auch sozusagen natürlich immer den Konflikt zwischen denen, die geblieben sind und denen, die weg sind. Dann die Mieter habe ich schon genannt als Gruppe. Und dann ist es eben die Frage, wem hilft man eher, den Gläubigern oder den Schuldnern? Wenn die Banken sagen, also wir sind hier komplett unter Wasser, wir müssen hier dicht machen, dann ist natürlich der Staat geneigt, und das ist auch in Japan passiert, den Finanzinstituten als erstes erstmal zu helfen. Und dann hilft der Staat als erstes mal den großen Unternehmen, weil die sind ja Arbeitgeber und die Arbeit ist wichtig für alle. Das heißt, die kleinen Unternehmen und die Einzelpersonen, die kommen in der Priorität ganz unten. So war es jedenfalls in Japan. Und das ist natürlich etwas, was man machen kann, was aber auch problematisch ist.
Die Zahl der Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, war sehr, sehr hoch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die japanische Regierung nichts gemacht hat, aber es gab eben kein ganzheitliches System, sondern nur so eine Art Flickenteppich, der eben bestimmte Programme für Bauern, bestimmte für Fischer und bestimmte für Häuslebauer hatte. Und dieser Flickenteppich der Maßnahmen nach der Katastrophe, der hat eben eigentlich fast mehr Ungerechtigkeit geschaffen, als er behoben hat. Und das ist ja was, was vielleicht jetzt auch man sich in Deutschland mit der Pandemie ein bisschen besser vorstellen kann, weil ja hier auch einige Dinge sind, die erstmal für die Öffentlichkeit schwerer nachzuvollziehen waren als andere. Jetzt mal kurz zu den Gerechtigkeitsdiskursen in Japan, weil ich das, glaube ich, sehr interessant finde. Eine Möglichkeit ist natürlich zu sehen, dass dass man diese Katastrophenbetroffenen, ja, also dass man die als Opfer sieht, ne, als schwache Gruppe, und dass sie deswegen also verdienen der Hilfe. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre sozusagen, das so eher, also nicht distributiv, sondern so rektifikatorisch, also korrigierend zu sehen, ja, der Staat hat es nicht geschafft, die Menschen zu schützen, sei es durch schlechte Planung, durch unzureichende Warnung oder eben durch unzureichenden Küstenschutz. Deswegen schuldet der Staat nicht aus Solidarität, sondern aus Wiedergutmachung für bestimmte Fehler in der Vergangenheit eine Entschädigung. Die dritte Sicht ist sozusagen eher so eine meritokratische Sicht. Naja, also wer wollte, der konnte ja eine Versicherung abschließen. Das ist hier so eine Feuerversicherung, wo ich so eine Erdbebenversicherung abschließen kann. Wer das nicht gemacht hat, der ist selber schuld, und es wäre jetzt nicht gerecht, dass der Staat mit Steuergeldern die finanzieren, die vorher an der Küste gewohnt haben, aber keine Tsunami-Versicherung abgeschlossen haben. Also das ist eben sozusagen diese mehr liberale, meritokratische Sichtweise, die sich das nehmen, wenn man alle entschädigen würde, dann würde eben niemand mehr eine Erdbebenversicherung abschließen. Wenn sich alle darauf auf den Staat verlassen können, kreiert es so ein Moral Hazard, sich selbst vorzubereiten. Und da in Japan ja solche Katastrophen wieder passieren werden, ist nur eine Frage von wo und wann, wäre es also das falsche Signal, wenn jetzt die bestraft werden, die vorher vorsichtiger waren. Ja, und schließlich könnte man eben auch denken, naja gut, eine Sache ist eben die vergangene Katastrophe, die jetzt schon 10 Jahre zurückliegt, zu bewältigen. Es ist aber wahrscheinlich gar nicht möglich, den Menschen dieses Leben zurückzugeben, was sie mal hatten, im Wege der Entschädigung oder der staatlichen Hilfe. Wichtiger ist, dass wir uns für die nächste Katastrophe vorbereiten. Und diese Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel diese Tsunami-Welle oder hier, das ist jetzt also ein Evakuationsturm, der gebaut wurde, damit die Menschen überleben können, das ist ja relativ leicht getan. Viel schwieriger ist eigentlich dieses Design von Institutionen, von Regeln und Systemen, die die Menschen eben sozial und wirtschaftlich absichern, und das auf eine gerechte Weise, die aber auch finanzierbar ist. Das ist sozusagen dieses Gerechtigkeitsdilemma, in dem sich Japan befand, von dem ich meine, und das ist dann sozusagen der zweite Punkt, dass wir davon eben weltweit lernen können. Der Punkt ist ja, dass vergleichbare Dinge durch den Klimawandel in Bezug auf steigende Meeresspiegel, erhöhte Auftreten von Extremwetterereignissen und dergleichen dazu führt, dass in naher Zukunft und heute schon viele, viele andere Menschen in Küstenregionen auf eine gewisse Weise, also vom Risikomanagement-Problem her gesehen, vergleichbare Herausforderungen haben. Wie finanzieren wir diese Küstenrisiken, wo ein großer Anteil der Menschen in der Welt in der Küste lebt? Wie finanzieren wir das und wie machen wir das gerecht? Und da, glaube ich, ist Japan ein wirklich sehr, sehr interessantes Beispiel, wo wir wirklich weltweit lernen können, sowohl von den Problemen und Fehlern als auch von den Lösungen. Also ich möchte das jetzt nicht nur kritisch darstellen. Die japanische Regierung hat wirklich, also es gab schon vor dem Tsunami etwa 60 verschiedene Katastrophengesetze nur für Naturkatastrophen in Japan, und es sind seitdem unzählig mehr geworden. Also man kann auch aus rechtlicher Sicht wirklich in Japan sagen, Japan hat das ausdifferenzierteste und sicher in mancher Hinsicht weit entwickelste Katastrophenrecht, und da kann man durchaus auch viel lernen von den japanischen Fragen. Aber ich denke, was, um jetzt den Bogen auch zur Pandemie zu schlagen, ist vielleicht wichtig zu sehen, dass auch Japan zeigt, nach solchen Katastrophen, solchen Extremereignissen, ist nichts so, wie es vorher war. Ja? Also auch selbst wenn man da alles wieder aufbauen würde,
Die Leute können nicht in die Leben zurückkehren, die sie verlassen haben. Das ist genauso bei den künftigen Menschen, die vom Klimawandel in die Migration getrieben werden. Oder heute nach der Pandemie ist es auch so, dass viele Wirtschaftsbereiche und viele Menschen nie mehr so leben werden können, wie sie es vorher getan haben. Und deswegen ist, glaube ich, eine wichtige Lehre zu sagen, man muss sich weg davon bewegen, so wie es eben tut, dass man diese alten Leben versucht, irgendwie zwanghaft wiederherzustellen, was ja auch gar nicht funktioniert. Das haben wir auch von Sonja gerade auch teils gehört. Sondern, dass man im Grunde immer schon die nächste Katastrophe im Kopf haben muss. Und dass deswegen solche vorbeugende Prinzipien in der Gerechtigkeitsdebatte eine stärkere Rolle spielen sollten, so die These, die ich in dem Buch vertrete, das gerade erschienen ist zu diesem Thema, diese vorbeugenden Prinzipien eine wichtigere Rolle spielen sollten als dieses Wiederherstellen des Status quo ante. Natürlich ist es politisch sehr, sehr schwierig. Langfristig aber, so würde ich argumentieren, unvermeidbar. Jetzt kurz noch zu diesem Buch, was ich gerade genannt habe, aus dem auch sämtliche Abbildungen stammen, die ich gerade gezeigt habe. Das ist das dritte hier auf der rechten Seite. Da geht es um dieses Doppelverschuldungsproblem und Gerechtigkeitsfragen nach Katastrophe in Japan, indem wir aber auch den Bogen schlagen eben zu solchen Fragen, wie sie uns überall in der Welt ganz ähnlich im 21. Jahrhundert begegnen werden. Kurz noch zwei Hinweise auf zwei andere Bücher, die mir wichtig sind, hier zu nennen. Das in der Mitte ist ein Projekt zum Schutz des Schwachen in Japan an der Uni Frankfurt bei Professor Belz, was mich auf diese Frage eigentlich gebracht hat. Und da haben wir sehr viel darüber geschrieben, wie ist es denn in Japan eigentlich mit der Solidarität, mit dem Schutz des Schwachen? Wie ist das in Japan ausgeprägt? Welche Diskurse gibt es da? Und es gibt auch ein interessantes Buch in diesem Kontext, was bald erscheinen wird, von Laura Blecken zum Prinzip der Selbstverantwortung in Japan und wie eben Selbstverantwortung als Konstrukt möglicherweise Solidarität in Japan begrenzt, was ich eine sehr spannende Frage finde und eine allgemeine Literaturempfehlung zum Katastrophenmanagement im Pazifikraum ist noch das dritte. Ich denke, damit kann ich beschließen. Womit ich sozusagen schließen möchte, ist eigentlich die Aussage, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in Katastrophen ist unglaublich wichtig, auch wenn viele, die im Katastrophenmanagement sind, da gar nicht so dran denken vorher. Zweitens, die Risiko- und Risikofinanzierungsmechanismen und Risikotransfermechanismen, die wir klassisch haben, und dazu gehört eben auch die Versicherung, die werden zunehmend inadäquat im 21. Jahrhundert, wenn die Katastrophen größer werden und die Schäden größer. Wir können das mit den klassischen Risikomanagement-Systemen eigentlich kaum noch leisten und müssen die intergenerationell und auch international erweitern, weil ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Und natürlich, um dann sozusagen wieder den Bogen zu schließen zum Thema unserer heutigen Veranstaltung, es ist selbstverständlich unmöglich, weder die Technik noch die Natur unter Kontrolle zu halten. Und entsprechend müssen wir uns eben auch langfristig denkend vorbereiten. So viel vielleicht erstmal von mir. Vielen Dank. Ja, Julius, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe nicht an die Tasse geklopft hier. Oder nicht so laut jedenfalls. Es ist nun das passiert, was wir eigentlich verhindern wollten, dass wir nämlich selbst die ganze Zeit eingenommen haben. Es ist jetzt wirklich tatsächlich gleich 16.30 Uhr. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht mehr noch ein Gespräch zwischen uns Vieren an denken, obwohl also gerade auch dein Beitrag mit der Verbindung erstens zur Opferproblematik und der Komplexität der ganzen, also je näher man sozusagen aus den vier Perspektiven, die wir vereinigen wollten hier, ne, in die Details geht, desto mehr sieht man eigentlich, du hast das Wort Dilemma verwendet, eben Julius, wie sehr diese ganze Problematik ein Dilemma darstellt. Ja? Also man kann eigentlich nichts wirklich
richtig machen. Das ist immer irgendwo ein Riesenproblem und die Frage für mich wäre eben, inwieweit kann eigentlich überkommenes Recht hier dann auch Gerechtigkeit schaffen. Aber ich würde jetzt, Herr Hör, ich weiß nicht genau, wie die Situation, wie es jetzt aussieht. Ich würde jetzt schlicht und ergreifend, solange wie es noch irgendwie möglich ist und wir noch durchhalten alle, den möglichen Fragen einen Raum geben. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt schon da ist. Ich würde Ihnen jetzt einfach erstmal das Wort übergeben und mal Sie eruieren lassen, was da jetzt noch an Fragen möglicherweise da ist. Ja, also von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank an alle vier für die vier Vorträge. Es ist eine sehr lange Frage eingetroffen. Können Sie die auch sehen von Björn Ole Kamm? Ja, der Björn. Hallo, hallo. Björn, bist du noch da, Björn Ole? Er kann leider im Chat. Er kann nicht antworten, genau. Ich freue mich, noch ein Leipziger, sage ich jetzt mal einfach, in Kyoto sitzen derzeit oder überhaupt schon seit längerem. Ich kann das hier lesen und die Frage ist jetzt an wen gerichtet? Herr, lesen Sie es doch einfach mal vor. Sie haben jetzt den Überblick mehr. Das sind ja zwei große Kommentare, ne, eigentlich. Ja, drei sogar. Ich versuche es mal vorzulesen. Als 2016 an Anno Hideakis Film Shin Godzilla erschien, erklärten mir japanische Informanten, ich müsse ihn unbedingt sehen, denn ihn zu sehen bedeutet, die japanische Gesellschaft verstehen. Während English Literature Major Turned Film Critics ihn als Satire bezeichnen, erscheint der Film für jene, die am 3.11. in Japan waren, als surreales Spiegelbild von Entscheidungsprozessen in Krisen. Seither zeige ich Ausschnitte aus dem Film in meinem Unterricht. Nach 1995 Kobe, 2011 Tohoku und jetzt Olympia über Menschenleben in der Pandemie bleibt für mich die Frage, warum wir in all diesen Katastrophen eher Stigmatisierung der Opfer erleben und keine Proteste und Abwahl der Verantwortlichen. Warum sehen wir Gesellschaftskritik im Mainstream-Kino, aber kaum einen Effekt auf der Straße oder an den Wahlurnen? Wie kommt es, dass Menschen in Kansai egal ist, was anderen in Tohoku passiert? Wie werden die 80%, die gegen Olympia sind, die der Regierung misstrauen, im Herbst wählen, wenn überhaupt mehr als 40% zur Wahl gehen? Das sind Fragen, auf die ihr vermutlich auch eher keine Antworten habt. Ich bin nur täglich erstaunt, wie das toxische Shogunai alle Entwicklungen zu bestimmen scheint und hätte hunderte Forschungsfragen, die ich Masterstudierenden gerne aufgeben würde. Ja, wahrscheinlich hätte ich, wenn ich die Runde jetzt für uns vier aufgemacht hätte, genau in eine ähnliche Richtung diskutiert. Wir haben ja das Gespräch auch zwischen Thomas Esch und Mizio Vada Marciano gehabt gestern. Da wurde sie auch gefragt, gibt es Veränderungen? Ja? Was hat sich verändert seit 10 Jahren? Sie hat da ziemlich schnell gesagt, eigentlich nicht im Großen und Ganzen. Ich muss gestehen, ich sehe das anders. Ich sehe das differenzierter, weil ja, man sieht erstmal im Großen und Ganzen in den Strukturen nichts. Aber gerade, Julius, wenn wir an die Community der Rechtsanwälte denken, ja, die ja eben nicht nur eine Fraktion sind, die nun zusehen, dass sie das Versicherungsrecht durchsetzen, sondern die vor allen Dingen auch den sehr vielfach und sehr komplex und kompliziert zu sehenden Opfern zur Seite stehen und hier Dinge durchsetzen, thematisieren und sozusagen auch Veränderungen im Kleinen, im Detail mit sich bringen, dann finde ich, tun wir denen oder werden wir denen nicht gerecht, wenn wir pauschal sagen, es hat sich nichts geändert. Wohl wissend, dass übrigens auch nicht nur zu Japan man sehr schnell zu der Neigung, also sehr schnell dazu neigen kann, das so zu sehen. Weil ja, die Wahlen sagen erstmal nichts anderes. Und dann irgendwo bei der Argumentation komme ich immer ganz schnell, sage ich mal, auf die Ebene zu uns selbst zurück. Was machen wir denn? Also nicht, ich will sozusagen nicht die große Verantwortung von den Strukturen wegnehmen, aber irgendwo muss das ja ineinander greifen. Nicht wir jetzt ganz konkret, wir vier, sondern was wird auf jeder Ebene sozusagen gemacht, um, das ist die große Diskussion, die wir jetzt auch haben, kann man Klimawandel sozusagen verhindern, indem man sagt, fang mal bei dir an oder, ne, das ist keine Entweder-Oder-Frage,
sondern das ist eine ganz schwierige Frage, die ganz schnell auch zu Systemgrenzen findet. Und die Systemgrenzen zu verändern, tja, da fällt mir nur das Wort Revolution ein. Muss ich jetzt mal so unvermittelt in die Diskussion werfen, von denen es auch ganz unterschiedliche Formen gibt. Das kommt darauf an, was man damit meint. Aber ganz ohne grundlegende Veränderung wird es nicht gehen. Das hat, glaube ich, auch dein Beitrag, Julius, gezeigt mit dem Wort Dilemma. Ja? Wie springt man sozusagen aus dem fahrenden Zug und bleibt trotzdem drin, ne? Sage ich jetzt mal, und verändert etwas. Ich weiß, Björn Ole, das wird, das hättest du auch sagen können, das kann jeder so sagen. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Ich sehe trotzdem in den vielen Analysen, die geschehen sind, sehr wohl Veränderungen in den konkreten Lebensweisen. Es gibt viele Projekte, ich denke an Conny Reyers Projekt von Satoyama, also von sozusagen ländlichen Gebieten, wo sich einiges verändert. Die große Frage ist, wie wird man die vielen, vielen kleinen Punkte, wo sich etwas verändert, wo Leute aktiv sind, wie kriegt man die zusammen? Ja? Wie kommen die in Strukturen hinein? Und ja, da schauen wir mal. Das wäre jetzt so ganz spontan meine Antwort auf eine Frage, mit der ich ganz fest gerechnet habe und die ich mir auch sehr oft in meinen Arbeiten stelle. Ne? Die anderen oder weitere Fragen, wie wollen wir hier weitermachen? Das sind Fragen, auf die man so allgemein ganz schnell ins Labern kommt, sage ich jetzt mal. Also eine Sache, die auch so ein bisschen rauskristallisiert sich hat, ist doch im Grunde dieses Spannungsverhältnis, was du jetzt auch angesprochen hast, zwischen dem Staat als Akteur und auch Helfender in solchen Situationen und möglicherweise der Eigeninitiative oder auch der privaten, also der Privatwirtschaft und privatwirtschaftlichem Agieren. Ne? Und Sonja hat ja diese Reform angesprochen, diese Fischereireform, wo hier also, wie ich das, soweit ich das verstehe, also irgendwie doch irgendwie eine Art von Privatisierung stattfand, vorbei an den Interessen. Und das ist ja, finde ich, eine Sache, über die wir vielleicht diskutieren könnten aus unseren verschiedenen Bereichen, weil ich würde sagen, so der physische Wiederaufbau der Wohngebäude und so weiter, der war schon natürlich am Ende von der Privatwirtschaft bewerkstelligt, aber das war im Grunde alles sehr stark staatlich gelenkt. Es gibt viele andere Staaten, wo nach Katastrophen der Staat so schwach ist, dass er gar nichts macht und die Leute alles selber machen müssen. Das war in Japan nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Insofern war ich immer so der Meinung, dass diese These der Schock-Doktrin, die Naomi Klein da vertritt, dass die also jedenfalls in Japan nur teils zutrifft. Also jedenfalls in Bezug auf Privatisierung und Deregulierung. Das habe ich jetzt nicht so in Japan wahrgenommen aus der rechtlichen Sicht. Das wäre vielleicht eine Sache, über die wir uns streiten können oder die wir differenzierter beleuchten können. Ja, ganz kurz dazu. Also tatsächlich denke ich, dass es wahrscheinlich nicht die große Katastrophe gebraucht hätte, um diese Fischereirechtsreform durchzubringen, sondern dass die auch einem Muster folgt, das einfach einem Liberalisierungskurs einen größeren Fokus auf Privatunternehmen und vor allem ähnlichen Reformen schon in der Landwirtschaft, die natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert auch im politischen System, in der Mobilisierung von Wählerstimmen und so weiter hatte früher in Japan. Und da gab es auch schon diese Reformen zur Förderung von Unternehmen oder der Aufruf an die Kooperativen, sich zu vergrößern und in Unternehmensformen anzunehmen und nicht mehr diese kleinteilige Halbsubsistenzwirtschaft da weiter zu betreiben. Ich denke, dass das sehr problematisch ist, wenn man das von Aspekten der Umweltgerechtigkeit und der auf Englisch sagt man Food Sovereignty, also der Souveränität in der Lebensmittelherstellung denkt, weil da gerade solche kleinen Produzenten eigentlich sehr wichtig sind. Aber
Das ist auch meine private Meinung. Ich hatte tatsächlich aber bei deinem Vortrag in ähnliche Richtung gedacht, als du sagtest, wenn jetzt der Staat hingeht und die Leute entschädigt, obwohl manche für eine Versicherung hatten und andere nicht, dann hat man am Schluss niemanden mehr, der eine Versicherung abschließt. Und das ist sozusagen das Moral Hazard. Und ich habe kurz gedacht, und das ist bestimmt naiv, aber sollte nicht das vielleicht dann eine staatliche Aufgabe sein? Kann man nicht vielleicht revolutionär denken, dass man dann diese Absicherung nicht dem Markt überlassen sollte, sondern dass das eine staatliche Aufgabe sein sollte, so eine Grundsicherung, auch wenn das ein gigantischer Aufwand ist, zu betreiben. Natürlich verbunden damit, Prävention zu leisten, aber eben auch, wenn dann was passiert, die Opfer zu versorgen. Ja. Also wenn Julia, du hattest zwei Finger. Genau, auch noch mal kurz was sagen könnte. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist in dem Kontext, ist eben, also sich daran zu erinnern, dass die Katastrophe jetzt nicht so aus dem Nichts gekommen ist, wie das für viele in Deutschland vielleicht scheint. Also wie schon gesagt wurde, liegt Japan eben auf vier verschiedenen tektonischen Platten. Auch für Tokio und für die Nankai-Region wird eben ein ähnlich großes Erdbeben oder ähnlich starke Katastrophen erwartet. Und damit hängt dann natürlich auch viel zusammen, dass sich vielleicht dadurch auch dann doch nicht so viel verändert hat, wie erwartet. Oder die Leute wurden ja oft auch in den Medien als stoisch beschrieben, aber eben, dass dieses Risiko, dass sich was Ähnliches wieder ereignet, ist eben höher, als man das vielleicht wahrhaben will. Und damit hängt natürlich auch zum Beispiel viel zusammen, wie die Rechtslage aussieht. Also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss. Aber wenn man jetzt eigentlich zu erwartende Schäden hat, die eigentlich nicht zu versichern sind, dann muss man ja andere Wege finden, das abzusichern. Also wenn ich nochmal darauf eingehen darf, weil ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem. Ja, ich habe ja vorhin schon die deutschen Bauern genannt, die jetzt fast jeden Sommer eine Dürre haben, ne? Und wo man das gleiche Dilemma hat. Ne? Also ich glaube, Sonja, was du sagst, ist absolut zustimmungswürdig und das ist im Grunde auch jetzt schon der Fall. Das ist bereits jetzt ein staatlich-privates Mischsystem, weil schon vor 20 Jahren keine private Versicherung in diesen Markt gekommen wäre. Viel zu unattraktiv, dieser Markt. Also es ist jetzt schon massiv staatlich unterstützt, dieses System, aber letztendlich ist es immer noch nicht genug. Und da würde ich auch sagen, das muss massiv reformiert werden. Das ist aber eben eine unangenehme Sache. Weil wenn man dieses Versicherungssystem reformiert, dann muss man eben auch so ehrlich sein, die Prämien zu diversifizieren nach diesen lokalen Risiken. Das heißt, wenn jemand sein Holzhaus auf dem Vulkan baut, muss der natürlich mehr zahlen, als wenn einer ein Betonhaus auf dem Fels baut oder wenn Leute eben direkt an der Küste bauen, dann können sie nicht erwarten, dass diese Prämien also dann günstig sind, wenn das ein Tsunami-Gebiet ist. Also diese Reform, da kommen sehr unangenehme Entscheidungen raus, ja. Jedenfalls dann, wenn man die Prämien so gestalten will, dass sie eine Anreizwirkung darauf haben, dass die Leute irgendwo dorthin ziehen, wo es eben sicher ist und nicht permanent eben dort im Risikogebiet weiter wohnen bleiben. Und das ist eben politisch extrem schwer. Jetzt können wir diskutieren. Wir sind beim Touch angelangt, würde ich mal sagen, ne? Nämlich zwischen politischen Entscheidungen und, wie du sagtest, Gerechtigkeitsfragen, die nicht nur politischer Natur sind, sondern sozialer Natur und wo, sage ich mal, auch der Staat nicht nur eine Rolle spielt, beziehungsweise der Staat, den gibt es ja nicht. Also ich würde jetzt mindestens mal zwei Funktionen unterscheiden. Das ist einmal die Gemeinwohlfunktion, die auch staatlicherseits vorhanden ist und die Schutzfunktion des Staates für Privatkapital. Ja? Also Sonja, die Sonderzonen, Entschuldigung, ich bin gleich fertig, Julia, die Sonderzonen, die du erwähntest, die haben mich sofort an den Artikel von Feldhoff erinnert, beziehungsweise an das, worauf ich verwiesen habe, die Sondergesetze für zum Beispiel Neubauten in Tokio, ja, die man sehr schön auf dem Titelbild von Feldhoff sehen kann, also diese hochschießenden 40-stöckigen Häuser, auch im Olympiadorf übrigens, ne?
da ist sozusagen, da muss man unterscheiden, welche Rolle spielt ja der Staat eigentlich und welche Rolle spielt dann auch Zivilgesellschaft. Ich würde hier nicht nur Individuum und den Staat sozusagen kurz schließen, sondern wo sind hier zivilgesellschaftliche Mittler, sage ich mal, die den entsprechenden Druck machen? Und auch aus dieser Perspektive heraus habe ich auch die Rechtsanwälte zum Beispiel als Unterstützende, als Bewegte sozusagen erwähnt, die für mich eben eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Bewusstmachung auch der Möglichkeiten, die rechtlich formal vielleicht da sind, die aber, sage ich mal, aus Mentalitätsgründen auch her gar nicht aktiviert und, sage ich mal, mobilisiert werden. Ne? Und das ist eine Sache, die, das sage ich meinen Studenten auch im Rahmen der Meiji-Veränderungen damals, auch immer eine Mentalitätsveränderung ist auch nicht in 10 Jahren zu erreichen. Und die braucht institutionelle Abstützung. Und ja, da sind wir, und die braucht auch, sage ich mal, den nationalen Rahmen übersteigendes Bewusstsein. Ne? Und mit wir meine ich vorhin auch die Wissenschaft. Wir sind da mitunter, finde ich, auch noch zu wenig mutig, Dinge zu denken und Rahmen für uns zu sprengen, die vielleicht ganz gute Lösungen auch zumindest mal andenken können. Ne? Ohne damit sagen zu wollen, dass die Wissenschaft hier eine große Rolle spielt. In meinen Augen nicht. Das sind eher außerakademische Intellektuelle und Agierende. Ne? Denn unsere Universitäten laufen ja in eine ähnliche Richtung. Aber Julia, du hattest dich nochmal gemeldet. Ich wollte nur noch mal ansprechen, weil ja oft davon ausgegangen wird, dass also Naturgefahren oder Katastrophen, die sich aus Naturgefahren entwickeln, alle Leute gleich treffen. Aber die Leute, die eben in Gefahrenzonen leben, sind oft schon mal also Leute, die eben weniger Mittel zur Verfügung haben. Also ich denke, natürlich wäre es vielleicht, also die also Gerechtigkeitsfragen im Sinne von, wer hat denn überhaupt Versicherungen abgeschlossen und wer nicht zu diskutieren, ist auf jeden Fall wichtig. Aber damit hängen natürlich auch Fragen zusammen, wer wohnt denn überhaupt in solchen Gefahrengebieten, weil Grundstücke in Flutgefahrenzonen zum Beispiel oder eben direkt am Meer natürlich viel billiger waren als jetzt städtische Gebiete, die außerhalb Gefahrenzonen liegen. Und also da ergeben sich dann natürlich auch weitere Fragen. Wer kann sich welche Versicherung leisten? Wer wurde wie von Naturgefahren betroffen? Und also wie zeigt sich da auch ein soziales Bild wieder? Also das sind noch weitere Fragen, die da eben sehr wichtig sind. Die ja auch im Zusammenhang mit Kobe schon gestellt wurden. Ne? Ja. Also wer waren die Opfer damals bei diesem großen Erdbeben 95? Ne? Sonja, du? Ja, ich wollte eigentlich also das Gleiche mehr oder weniger sagen, dass aber tatsächlich dieses Natürliche von Naturkatastrophen ja oft dazu dient, dass so die Verantwortlichkeiten oder die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen oder Ungleichheiten so unsichtbar zu machen. Aber tatsächlich, wie Julia gesagt hat, ist das natürlich meistens so, dass die Auswirkungen doch extrem politisch sind letzten Endes. Wer dann also sozial Katastrophen betroffen ist und wer wie reagieren kann auch, ne? Und sich absichern kann oder nicht. Also in Sozialwissenschaften sagt man mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr Naturkatastrophe, ja. Um das eben zu betonen, dass Katastrophen, also es gibt verschiedene Naturgefahren, es gibt menschengemachte Gefahren, diese Katastrophen an sich sind eben, also hängen immer mit Entscheidungen zusammen, die dann auch menschengemacht sind. Das hat Max Frisch mal sehr schön gesagt, ne? Die Natur kennt keine Katastrophen. Ne? Die Natur kennt keine Katastrophen, die ist da, also die agiert. Ne? Die treffen sozusagen nur dort zu, wo Menschen dann eben sind. Der Begriff Anthropozän, der ist gefallen, Sonja. Ich persönlich verwende lieber den Begriff des Kapitalozän, weil diese Eingriffe, sage ich mal, diese gravierenden Eingriffe in der Natur, die sind sozusagen ein Ergebnis seit dem 19. Jahrhundert. Ja? Und das ist sozusagen eben jene Phase, wo moderne, zunächst kapitalistische, dann auch sozialistische Gesellschaften eben diese Eingriffe auch gemacht haben und damit sozusagen solche Katastrophen dann eben auch hervorgerufen haben. Hier Leipzig, denke ich immer an Neuseenland. Vielleicht ist es gerade noch mal gut gegangen, ne? Die ehemaligen Tagebauer. Weiß ich nicht. Sonja.
Ja, ich wollte sagen, es gibt ja auch noch andere Vorschläge für Begriffe. Einmal das von Donna Haraway, ich weiß überhaupt nicht, wie man das aussprechen soll, Stulusem oder so, das ist, bezieht sich dann natürlich auch wieder auf... Kannst du das mal buchstabieren, Sonja? Oder in Chat schreiben vielleicht. Ah ja, ich schreibe es in den Chat, wenn ich es hinkriege, die H's richtig zu setzen. Aber und das Plantational Scene ist, das richtet sich dann auch noch daran, eben solche, also eher den Kolonialismus mit aufzugreifen und eben auch Unterschiede auf die basieren der Unterdrückung der restlichen Welt durch, sagen wir mal, Europa und dann Nordamerika. Und quasi den Rassenaspekt, um es jetzt auf Deutsch klingt, sagt man es natürlich, aber auf Englisch, ne, Race und diese Aspekte mit einzubeziehen. Also natürlich geht es immer darum, wie der Mensch und auch das Kapital sich die Natur einverleibt, aber um diese Machtverhältnisse auch noch mit aufzugreifen, gibt es da wieder andere Begriffe und ich meine, Donna Haraway möchte sich auch dagegen richten, den Menschen jetzt so allmächtig darzustellen und sich selber feiernd quasi in seiner Allmacht, als er jetzt der Beherrschende im Anthropozän ist, was ja natürlich ein kritischer Begriff ist, aber immer auch so ein bisschen diese Macht zelebriert. Ich schreibe mal einen anderen Begriff in den Chat jetzt. Ja, Herr Hörb, wir sind jetzt schon ziemlich weit über die Zeit. Ich sehe irgendwie noch immer eingefrorene 50 Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob die noch wirklich da sind, weil ich kann jetzt nicht einschätzen, sind noch andere Fragen jetzt aufgetaucht? Oder ist wir haben tatsächlich noch eine Frage, diesmal eine kurze. Wird in Japan eigentlich auch mittel- bis langfristig ein Atomausstieg wie in Deutschland diskutiert? Oh, das lässt sich ja schnell beantworten. Wollen Sie, willst du, Julia, oder ja, natürlich, ne? Natürlich wird das diskutiert und das wurde auch vor dem März 2011 schon lange diskutiert, das ist dann nur hochgekommen, es gab tatsächlich 2012, glaube ich, oder bis 2013 eine Zeit, in der nicht eines der 54 Reaktoren, sozusagen nicht einer im Betrieb war, ohne dass ein Beschluss gefasst wurde, dass das so sein soll. Ich weiß nicht, im Moment sind es, glaube ich, 4 oder 5, die wieder zugelassen wurden. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, ja, das wird sich auf japanische Weise erledigen, indem man nicht aussteigt, aber trotzdem sozusagen in den Ausstieg hineinrutscht und rein aus ökonomischen Gründen sozusagen Atomkraftwerke wieder schließt, ja. Aktuell finden da in Ikata, glaube ich, jetzt auch heftige Auseinandersetzungen wieder statt, ob sozusagen diese Meiler dort in Betrieb genommen werden, ob das weitergebaut werden soll im Norden oben, also gar nicht so weit von Fukushima entfernt. Der Diskurs ist da. Der ist da und er wird auch lauter. Er wird von breiteren Aktivisten, Akteuren mitgetragen. Die Regierung geht allerdings davon aus, dass 20% nach wie vor meines Erachtens im Menü, sage ich jetzt mal, erhalten bleiben sollen. Ja? Muss man sehen, was daraus wird. Julia, deine Sicht. Wurde jetzt eigentlich alles gesagt. Ja. Also ich hätte da vielleicht noch wieder eine Verbindung aufzuzeigen zu dieser Frage, hat sich eigentlich was geändert? Ne? Weil wir haben jetzt vielleicht so ein bisschen über diese Tsunami-Problematik nachgedacht und man kann die gleiche Frage natürlich auch stellen in vielerlei Hinsicht in Bezug auf die Atomkraft in Japan. Und da ist eine interessante Beobachtung, die ich, sobald man das eben allgemein machen kann, dass sich tatsächlich in Japan in Bezug auf die Regulierung der Atomkraft und auch das Atomrecht relativ viel verändert hat. Also viel, viel mehr logischerweise als irgendwo anders in der Welt seit 2011. Das ist schon sehr interessant. Andererseits müsste man auch sagen, es ist auch nicht überraschend. Nach dieser Disruptivität war eigentlich klar, dass da ganz viel passieren muss. Ja? Also insofern nicht überraschend. Überraschend aber finde ich,
dass diese Veränderung eben außerhalb Japans, jetzt mit dem Ausnahme von Deutschland und noch ein, zwei anderen Ländern, eben ausgeblieben sind. Jedenfalls aus rechtlicher Sicht. Und da gab es eigentlich viel, was auch die Welt aus Japan hätte lernen können in Bezug auf die Entschädigung dieser Opfer, wie man das genau macht. Da hat ja Japan unglaubliche Erfahrungen mitmachen müssen, wie man jetzt insgesamt 2,5 Millionen Anspruchsteller in kurzer Zeit zu Gerechtigkeit verhilft. Also das ist wieder ein ganz anderes Verfahren, eine ganz andere Frage. Da hat sich aber in Anbetracht der Lage Japan relativ wacker geschlagen. Interessant ist eben, dass außerhalb Japans da sich sehr wenig verändert hat und also eklatante Lücken im Atomrecht überall, also zum großen Teil eben nicht geschlossen worden sind. Und im Unterschied zu Tschernobyl auch kein international bindendes Abkommen geschlossen wurde in Bezug auf die Sicherheit, Reaktorsicherheit, international als Reaktion von Fukushima. Und das finde ich schon, ehrlich gesagt, also haarsträubende Abwesenheit institutionellen Wandels. Ja, nehmen wir das als Schlusswort, Julius. Herr Höhr meinte ja, er müsse um 5, nicht? Zur nächsten Veranstaltung. Genau, es ist auch gleich Mitternacht in Japan. Ja. Ja, ich danke Ihnen nochmal, Herr Höhr, für die Organisation, für die Möglichkeit. Ich danke euch als Mitdiskutierende. Ich danke den Zuhörern, die offensichtlich immer noch zahlreich dabei geblieben sind. Das freut mich sehr. Es ist auch, Sie haben es gemerkt, ein unglaublich breites, vielleicht von mir auch ein bisschen zu breit angelegtes Thema. Aber ich denke, die Facetten müssen auch einfach mal aufgezeigt werden. Ja, dann vielleicht im nächsten Jahr weiter dann präsent und in Frankfurt. Ich möchte unbedingt mal wieder direkt teilnehmen. Und ja, ich wünsche noch weiter gute Ereignisse und Erlebnisse Ihnen, Herr Höhr. Vielen Dank. Und ja, das ist ein Weltfestival, das da stattfindet. Auch ja, wenn, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch nochmal und dann alles Gute. Bleiben Sie gesund, muss man immer noch sagen, ja, auch wenn wir hier schon mehr geimpft sind als in Japan. Ja, auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass so viele gekommen sind und dass Sie viel zugesagt haben. Und ich hoffe sehr, dass wir uns möglicherweise in Präsenz auch dann im nächsten Jahr wiedersehen können. Dann allen Zuschauern noch einen schönen Abend und vielleicht noch schöne Filmerlebnisse. Hier kommt gleich das nächste Gewitter in Frankfurt. Also ist doch optimal, um zu Hause zu bleiben und Filme zu schauen. Ich glaube, man hört es auch schon ein bisschen bei mir. Oh ja, hier ist es übrigens heute auch sehr schwül in Leipzig und ich hatte schon damit gerechnet, dass es auch kommt. Aber soll es mal erst in Frankfurt gewittern. Also vielen Dank, viele Grüße guten Abend nach Tokio in die Ferdinand-Lassalle-Straße. Tschüss. Tschüss. Danke. Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita.